Ile, du musst auf der anderen Seite rein. Komm hier rein, hopp. Zumachen die Tür, sonst wird es kalt hier drin. Es zieht draußen. Hey, ich bin Dominik vom Backhunter Expeditions. Das ist der Eli in jedem Fall, kennt er. Ja? Und wo wir uns hier gerade drin befinden, um dieses Fahrzeug soll es in diesem Video gehen, denn aus gegebenem Anlass habe ich mich dazu entschlossen, von meinem treuesten Begleiter, nichtmenschlicher Natur, den ich jemals in meinem Leben hatte, mal ein entsprechendes ausführliches Review zum Besten zu geben. Nachdem ich dieses Fahrzeug vor ungefähr 10 Jahren mit 200.000 Kilometern gekauft habe, selber nochmal ungefähr 500.000 draufgespult habe und zumindest die Zuschauer meiner Abenteuerreportage das Fahrzeug jetzt auch praktisch regelmäßig immer wieder jeden Tag gesehen haben, weil er uns zuverlässig quer durch Lappland gebracht hat, unabhängig von dem, was ihr dort gesehen habt, hat er mich vorher auch schon an ganz andere Orte gebracht, ebenso zuverlässig. Wird das jetzt hier also mein Review zum Volvo V70, erste Generation, hier ganz speziell mit dem 2,5 Liter Turbodieselmotor von Audi. Ich werde das Video wie folgt strukturieren, dass ich euch zu Beginn etwas zum Vorgänger des V70, dem 850, sage. Dann werden wir allgemein zum Modell V70 erste Generation übergehen. Dann werde ich ganz speziell etwas, und darum geht es hier mit am größten Teil, zum Antriebsaggregat, zu dem Motor, dem 2,5 Liter Turbodiesel AEL, etwas zum Besten geben. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch tatsächlich entschlossen, die mir bekannte größte Lüge der deutschen Automobilindustrie, also die zumindest mit der ich direkten Kontakt hatte auf meiner ehemaligen Position in diesem Konzern, zum Besten zu geben, beziehungsweise da ein bisschen was anzureißen. Es handelt sich da nicht um die Elektrolüge, zu der ich schon etwas gesagt habe, sondern noch etwas viel Gravierenderes. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, das hier in diesem Video so ein bisschen zu verstecken, zu verschachteln. Denn ich bin der Meinung, das Ganze wäre zu großer Sprengstoff, als dass ich das an die große Glocke hängen sollte. Nichtsdestotrotz möchte ich es natürlich meinen entsprechenden Zuschauern, die so mit solchen Informationen auch gut umgehen können, doch nicht ganz vorenthalten. Und es ist auch ein persönliches Anliegen von mir, dazu mal ein bisschen was zu sagen. Ja. Und dann, nicht ganz unwichtig für alle potenziellen Besitzer oder auch Interessenten, wer sich vielleicht heute noch so ein Fahrzeug zulegen möchte, werde ich dann am Ende das sogenannte Fazit, ne, positives, negatives, das heißt, wo sind ganz speziell hier die Mängel, wo lohnt es sich für dieses Fahrzeug vielleicht auch zu fahren, das so ein bisschen gegenüberstellen und dann natürlich auch mein Fazit darauf abzugeben. Normalerweise würde ich jetzt meinen üblichen Disclaimer bringen. Nichts von dem, was ich euch hier zeige, was ihr seht, ist mir geschenkt worden. Ich muss euch keine Werbelügen an die Backe heften. Mir wurde nichts ausgeliehen, kostenlos zur Verfügung gestellt von irgendwelchen Shops oder ähnlichen. Ich glaube, bei dem Fahrzeug dürfte relativ nachvollziehbar sein, dass ich mir das sehr wahrscheinlich von meinem eigenen Geld damals hätte gekauft habe. Ja, und auch zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, jetzt sind die Preise ja wieder ein bisschen gestiegen, aber damals ist man mehr oder weniger froh gewesen, dass man so ein Ding losgeworden ist. Das heißt also, mir hat es tatsächlich keiner geschenkt. Ich werde auf die Daten in jedem Fall gleich eingehen. Ne? Aber ich denke, ein etwas besserer Disclaimer würde hier sein, dass ich mal kurz zu meiner eigenen Person sage, wer sich hier eigentlich erdreistet, so ein Video, ein Review über ein Fahrzeug zu machen. Für all die Leute, die noch nicht meine Webseite kennen und da meinen entsprechenden Lebenslauf studiert haben. Ansonsten für alle anderen können das gerne nachprüfen. Denn neben der grünen Schiene, die ich praktisch schon mein Leben lang fahre, neben dem ganzen Naturschutz, den Abenteuertouren und so weiter, bin ich fahrzeugtechnisch studierter Kfz-Meister mit entsprechend langjähriger Berufserfahrung. Und ich will jetzt nicht auf den Putz hauen, aber man darf das ruhigen Gewissens sagen, dass ich eine ganze Menge Zertifikate, Arsch an die Wandpapiere, wer auf sowas steht in seinem Lebenslauf, auch sammeln musste im Laufe meiner Karriere. Ja, dass ich sozusagen weiß, von was ich hier rede. Nur für all diejenigen, die vielleicht potenziell in den Kommentaren, ich weiß es grundsätzlich besser und gerade in solchen fahrzeugtechnischen Sachen, jedem Menschen unterlaufen vielleicht irgendwo mal Fehler. Ich kann auch nicht alles wissen, ist ganz normal. Ja. Aber ich bemühe mich hier fachlich, sachlich zu bleiben, bei den Fakten in jedem Fall immer, euch nichts anzumogeln und euch auch keinen Schwachsinn zu erzählen. Ne? Und dann werden wir jetzt, wo wir uns in dieser schönen Kulisse hier
so richtig schön wohlig gemacht haben, auch endlich mal starten mit dem ganzen Inhalt. Ah, Ila, ne? Du wartest schon wieder auf was. Ila, damit es natürlich nicht so langweilig jetzt wird. Es könnte ein paar Minütchen dauern. Ah. Ein kleines Rübchen. Dann geht's mal los, ne? Ich hatte ja gesagt, wir fangen beim Vorgänger des Fahrzeugs an. Das halte ich jetzt von der Reihenfolge am besten. Und zwar war das der Volvo 850. Er ist gebaut worden zwischen 1991 und 1996. In diesem Zeitraum ziemlich genau, wenn man die Aussage glauben mag, 716.903 Fahrzeuge. Betrifft in dem Fall die Limousine als auch den Kombi. Ist, wie man sieht, also eine ganze Menge. Kann man darauf Rückschlüsse ziehen, dass der Volvo 850 für Volvo ein sehr erfolgreiches Modell gewesen ist. Ja? Und es war ein Modell der oberen Mittelklasse. Die Konkurrenten oder das, was man diese Klasse auch so packen mag, deutsche Automobilbaukunst, waren da zum Beispiel der Audi 100 oder Audi A6, der BMW 5er, die Mercedes E-Klasse, Opel Omega. Sowas in der Richtung, dass ihr das mal einordnen könnt, über welche Klasse wir hier reden. Ne? Der 850 war damals der erste Volvo Fronttriebler. Ja, denn bis zu dieser Zeit haben nicht nur Volvo, auch andere deutsche Automobilkonzerne noch sehr viele Hecktriebler tatsächlich im Umlauf gehabt. Man kann auch sagen, den Standardantrieb in der Automobil. Ich werde später nochmal dazu genauer kommen. Ja. Dann war es der erste Volvo mit den großen vertikalen Rückleuchten. Ja, wer das Ding kennt, hinten diese riesen lange, so lang sind ja diese Rückleuchten, ja, gehen ja praktisch über die ganze Fahrzeughöhe ansatzweise. Das war sehr markant und das war damals somit das erste. Und das ist eigentlich auch bis heute ein Designmerkmal, was bei vielen geblieben ist und was immer noch glücklicherweise in diesem Sumpf, der dieses Einheitspreis doch irgendwo ein bisschen heraussticht, einen Charakter gibt. Ja? Denn war es der erste PKW grundsätzlich mit vier Airbags. Airbags ist der Fahrer-Airbag aus dem Lenkrad, der Beifahrer-Airbag über dem Handschuhfach und die Seiten-Airbags aus den Sitzen. Das heißt, hier am Rand kommt sozusagen denn der Sitz, der riesengroße Sack raus, der dann deinen Oberkörper in der Silhouette angeformt. Später wurde das dann noch erweitert bis hoch über den Kopf. War auch nochmal so eine Verbesserung, der dann sozusagen auch den Kopfbereich mitgeschützt hat. Ja, das war in späteren Modellen dieser erste Fall. Aber der 850 hatte zumindest diese vier Airbags schon. Und das war damals, wie gesagt, der erste PKW überhaupt. Und das sieht man da schon. Volvo, dafür ist es ja auch bekannt, der Vorreiter in Sicherheit überhaupt. Ja. Man kann praktisch tatsächlich sagen, nahezu alle Sicherheitsinnovationen, die mir auf dem Automobilmarkt bekannt sind, sind tatsächlich von Volvo irgendwo eingeführt worden und dann tatsächlich auch nur von anderen übernommen, wenn man das so sagen darf. Ja, ich weiß, die anderen waren dann, war auch ihre Idee. Aber ich sehe es zumindest so, dass Volvo da tatsächlich Innovationsführer gewesen ist. Ja. Und dann war es auch noch der erste PKW mit quer eingebauten Fünfzylindermotor. Ja, und das betraf dann in der Folge auch alle späteren V70. Und genau bei diesem V70 sind wir denn jetzt angekommen. Ja, und der wurde gebaut, denn wie gesagt, in der direkten Folge nach 1996 bis zum Baujahr 2000. Und da belief sich die Zahl auf 373.689 Fahrzeuge. Waren nicht mehr ganz so viele, aber dennoch knüpfte das Ganze an den Erfolg des 850s an. Und das hat man ganz bewusst gemacht, dass man dem V70 keine riesengroßen Veränderungen gegeben hat, sondern ganz, ganz viele kleine. Die Optik, wer diese beiden Fahrzeuge mal, wir haben das Zuschauer meiner Abenteuerreportage, haben das mal gesehen, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir neben uns einen 850 in Schweden hingestellt haben, nachts, also spät abends auf dem
Parkplatz dieses großen Supermarkts, ne, wo ich sagte, oh, guck mal, die beiden Brüder zusammen. Ne? Und wenn man sie so beiden sieht, dann gibt es natürlich Unterschiede irgendwo, aber sie sind doch marginal. Ja? Und das hat Volvo natürlich mit einem guten Grund gemacht, weil sie gesagt haben, oh, vorsichtig, der 850 war so geil, das wollen wir jetzt nicht versauen. Und das ging dann, wie gesagt, beim V70 mit vielen kleinen, aber dennoch ausschlaggebenden Veränderungen tatsächlich. Die Motorenreihe, das waren überwiegend 5-Zylinder-Benzinmotoren von 2,0 bis 2,5 Liter von 126 bis 265 PS. Dann gab es da noch den 2,4 Liter Erdgasmotor, CNG, Compressed Natural Gas, beziehungsweise umgangssprachlich auch Bifuel genannt, mit ungefähr 140 PS. Ich sage hier ungefähr, weil natürlich der Betrieb auf Gas immer ein bisschen, also weniger effizient ist als der auf Benzin. Die ersten Dinger von denen waren noch differenziert, wo man gesagt hat, ich glaube so, Gas war irgendwie 120 und dann hatte man gesagt, Benzin 140 PS. Später ist das ein bisschen vermixt worden. Es ist auch völlig egal. Das Charakteristische an dem Fahrzeug war praktisch sein riesengroßer Tank hier im Kofferraum, wo er eigentlich, kann man sagen, die Hälfte eingenommen hat, nicht mehr viel reingepasst hat, ja, im Vergleich zu ihm jetzt hier. Ja. Und dann haben wir, genau in dem wir jetzt hier natürlich sitzen, den 2,5 Liter Turbo-Diesel-Motor aus dem Audi A6. Das heißt, Volvo hat sich da etwas geliehen von Audi mit 140 PS. Auf das werden wir, wie gesagt, in diesem Video sehr genau eingehen. Dann gab es noch die höher gelegte Allradversion, den V70XC. Steht in diesem Fall für Cross Country mit dem 2,4 Liter 5-Zylinder Otto Turbomotor mit 193 PS und der automatischen Niveauregelung an der Hinterachse. Und ein Sperrdifferenzial hat er auch noch gehabt. Ja. Und dann gab es als sozusagen i-Tüpfelchen noch, genau das Gegenteil von dem höhergelegten, einen etwas tiefer gelegten, die sportliche Allradversion. Das war der V70R AWD, All-Wheel Drive. Gab es übrigens auch anfangs, wenn ich mir das als Fronttriebler, aber mich persönlich interessiert in diesem Fall nur die Allradvariante, ja. In jedem Fall mit einem 2,3 Liter 5-Zylinder Turbomotor mit 250 PS und dann später, ich denke, das müsste das letzte Baujahr gewesen sein, so roundabout 2000, hat man das aufgestockt auf den 2,4 Liter Turbomotor mit 265 PS. Dieses Geschoss ist allerdings sehr selten. Und dennoch, auch hier wieder die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, das war allerdings im richtigen Sinn in der letzten Episode, das heißt 2021, wo wir mal ein bisschen sportlich unterwegs gewesen sind hier mit ihm. Ja. Und ich hatte euch auch einmal gesagt, dass wir uns einer überholt hat, der ordentlich was auf dem Zacken hatte. Und das war genau solch einer. Ja. Der sah leider schon ein bisschen runtergekommen raus, aber immerhin auch nicht verkehrt, das Ding. Ja. Und zu den zahlreichen Verbesserungen, die jetzt aufzuzählen, also die Unterschiede vom 850 zum V70, bin ich der Meinung, das würde jetzt das Video sprengen. Das ist eigentlich auch irrelevant, weil wir ja auf die Ausstattung bzw. die technischen Sachen jetzt hier eingehen werden. Gab es im Laufe des V70, müsste auch genauso kurz bevor das ganze Ding gewesen ist mit der Umstellung von dem, wo man den R nochmal ein bisschen hochgepusht hat, müsste auch so 99 gewesen sein. Also in den letzten 1,5 Jahren, Pi mal Daumen, gab es nochmal ein paar Modellverbesserungen und die beliefen sich da auf eine noch verbesserte Anti-Schlupf-Regelung, die dann übrigens auch SDC heißt. Das ist der Knopf, auch hier wieder Zuschauer meiner Abenteuerreportage ein bisschen Bescheid, aber ein intensives Video gemacht, ja, zu den ein oder anderen Fahrten. Denn es ist ABS auf 4 Kanäle erweitert worden, was man in jedem Fall auch merkt. Und er hatte dennoch, hatte ich auch schon angesprochen, die größeren Seiten-Airbags bekommen, die dann später auch den Kopfbereich mit abgedeckt haben. Ja? Und hier kann man dann das sagen, was ich pauschal zu jedem Fahrzeugmodell sage und jedem auch nur empfehlen kann, der sich ein Fahrzeug kaufen möchte, kauft möglichst immer das letztmögliche Baujahr bzw. die letzte Modellpflege, wenn man das so nennen kann, eines Modells, bevor praktisch das Ganze eingestampft wird und dann ein nächstes rauskommt. Denn nur in diesem sind, wenn überhaupt, alle möglichen Verbesserungen eingeflossen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles davor Ramsch ist, das wäre falsch, aber zumindest in der heutigen Zeit, das darf ich aus meiner damaligen Tätigkeit so bestätigen, ist der Kunde in jedem Fall der Tester.
Und im Laufe der Zeit kommen erst so die ein oder anderen Verbesserungen rein, was man denn immer nennt, so irgendwie so Update. Und also man sagt nicht dem Kunde, dass er Scheiße hat, sondern man macht ihm das natürlich so schmackhaft wie, wir hätten da noch so ein Sahnehäufchen für dich, komm einfach mal in eine Werkstatt und dann geben wir dir das so kostenlos. Das ist aber nichts anderes, als dass man einen Fehler gefunden hat. Und das Schlimmste, was ihr praktisch machen könnt, ist, wenn ihr ein neues Fahrzeug kommt auf den Markt, ein neues Modell, und das ist ja der Klassiker. Ich höre immer wieder und oh, mir wird ganz schlecht, wie die Leute denn hinterher rennen. Oh, muss ich unbedingt haben, das Neueste vom Neuen will ich unbedingt haben. Und da gibt es Fahrzeugmodelle. Ja, auch jetzt, wenn wir mal gerade aus meiner Richtung reden, aus dem Volkswagen-Audi-Konzern, das war eine Katastrophe, was man rausgebracht hat. Luxusfahrzeuge mit Kinderkrankheiten, ganz schlimm. Ja. Aber die Leute haben ja auch nicht gehört, also zumindest nicht auf mich. Ja. Sie wollten es unbedingt haben. Naja, also wer klug ist, möchte ich dazu nur sagen, kauft eines der letzten, die es überhaupt gibt. Und daran seht ihr ja, dass ich konsequent das umgesetzt habe. Denn wir reden hier bei meinem Fahrzeug aus dem Modelljahr 2000. Um genau zu sein, war die Erstzulassung im Mai 2000, da wo es den eigentlich schon gar nicht mehr gab, also stand praktisch, also offiziell produziert wurde, mich recht entsinne, ist er da schon ausgelaufen und stand aber, wie gesagt, noch auf sozusagen Halde. Ja, also man hat den, obwohl die Produktion offiziell, glaube ich, in diesem Zeitpunkt schon eingestampft gewesen ist, habe ich dann sozusagen das letzte, mehr geht nicht. Also mehr Verbesserung, als dieses Fahrzeug hier hat, gab es beim V70 nicht. Das heißt nicht, dass ich eine Vollausstattung habe, das bitte nicht verwechseln, sondern mir geht es hier um diese technischen Sachen, wie eben angesprochen. Ja. Und wo ich jetzt den Vorgänger was gesagt habe, jetzt zum V70, ganz kurz noch der Nachfolger zum V70 war denn die zweite Serie ab 2000 bis 2007 ging die da. Und dann gab es noch eine dritte Serie von 2007 bis 2016. Und 2016 war dann sozusagen das Ende vom V70, da gab es denn keinen mehr. Und ich denke, dass der V90, ja, der auch jetzt aktuell noch im Modellprogramm, also den glaube ich alle kennen, dieses schöne, schicke, riesengroße Schiff, dass der sozusagen den Platz des V70 mehr oder weniger eingenommen hat. Ja. Ja, und dann komme ich mal zu meinem V70, in dem wir jetzt hier drin sitzen. Wie gesagt, gekauft habe ich den damals vor ungefähr 10 Jahren mit Pi mal Daumen 200.000 Kilometern auf dem Tacho, habe ich aus dem Ruhrpott geholt, bin für diesen Kauf auch einige Fahrzeuge abgefahren, also mit einem Zugfahrzeug und einem Trailer. Ich hatte 4 zur Auswahl. Leider ist es ja so, das muss man auch sagen, im Osten kriegst du keine vernünftigen Fahrzeuge, war damals schon so, ist heute auch nicht anders. Muss also mal eine weitere Strecke fahren und ich habe mir da 4 angeschaut an dem Tag und den letzten, spätabends im Dunkeln, habe ich den genommen. Ja. Ich war damals ein bisschen skeptisch beim Verkäufer, weil ich habe den Namen gesehen, dachte mir, oh nein, jetzt soll nichts gegen Ausländer sein, um Himmels Willen, aber ich war da schon einiges gewohnt an dem Tag, was mir da serviert wurde. Ja. Aber es hat sich dann erfreulicherweise als genau das Gegenteil herausgestellt, war ein ganz lieber, netter, aber schon ein bisschen älterer Herr, der aber zumindest so mittleres Alter, ja, ich würde so sagen 50 Pi mal Daumen, ja, der aber auch selbst viel gebastelt hatte, also repariert. Und er konnte mir die ganze Historie damals zeigen, was er so hatte zu dem Fahrzeug. Und das war, ich hebe ja zu meinen Fahrzeugen, die ich habe, praktisch so viel wie möglich immer auf, habe Haufen Prospekte, Nachweise und so weiter. Und das war tatsächlich, also er hatte mir seine Rechnung alle gezeigt, was er so investiert hatte in der Zeit, wo er das Fahrzeug hatte. Und er hatte natürlich hier auch noch die originale Rechnung und die Fahrzeugbestellung, also wirklich vom Anfang an. Und das hat mich natürlich sehr überzeugt, was wer so eine Historie präsentiert, dem ist das in jedem Fall irgendwo auch das Auto was wert. Er hat sich, wenn das auch selber gemacht hat, das muss nicht unbedingt ein Werkstatt gewesen sein, aber wie gesagt, ich kann es ja fachlich einschätzen. Das war alles picobello, was das angeht. Und da habe ich das Fahrzeug dann, wie gesagt, mitgenommen. Und der Grund des Kaufes war damals ein reiner Vernunftskauf, muss man dazu sagen. Ich hatte damals gearbeitet für einen großen Automobilbaukonzern, ja, und wollte in jedem Fall nicht den Scheiß fahren, für den ich da, man kann nicht sagen, mitverantwortlich war, aber der zumindest mit in meine Obhutschaft vom Band fiel. Weil das muss jeder selber wissen. Ich weiß, es gibt eine ganze Fans von der Marke, wo wisst ihr, wenn ich schon weiß, was Phase ist, weil ich hinter den Kulissen sitze, dann muss ich mir das privat auch noch nicht antun.
Und hinzu kommt, dass ich vorher einen Passat hatte. Ja? Und da habe ich mir gesagt, nee, jetzt reicht es. Ich hatte von dem Passat, muss man dazu sagen, den hatte ich damals nur gekauft aufgrund des Motors. Ja, kommen wir nochmal zum Thema Motor, kommen wir in den Punkt Motor in jedem Fall. Und aus der logischen Konsequenz wollte ich denn einen anderen ähnlichen Motor auch aus dem Hause haben, aber wollte den nicht in dem Fahrzeug haben. Und da kam mir der Volvo V70 wie gerufen, wo ich mir gesagt habe, warte mal, der Motor war da noch irgendwo anders drin und denn genau im Volvo war er da drin. So musste ich mir kein Fahrzeug aus dem Konzern kaufen, hatte aber dennoch den Motor, den ich haben wollte. Und das war der Grund des Kaufes, mit dem Hintergrund, dass ich damals sehr viel gependelt bin. Ja, aus diesem Grund musste das, wie gesagt, ein Diesel sein. Meine jährliche Laufleistung betrug ungefähr 85.000 Kilometer. Ja, es ist leider so, was soll ich dazu sagen, wenn man im Osten wohnt und nicht in den Westen umsiedelt, so wie praktisch mein nahezu kompletter damaliger Freundes- und Schulbekanntenkreis. Da ist keiner mehr von heute hier. Das darf man also so gut wie fast keiner sagen. Die sind alle dahin gefahren, wo es Arbeit gab. Ich wollte das nicht tun und habe mich dann fürs Pendeln entschlossen. Und summa summarum kamen dann diese Laufleistungen ein. Ich hatte einen täglichen Arbeitsweg von 280 Kilometern. Darf man gern hochrechnen, ohne irgendwelche Privatfahrten, Einkaufen und so weiter. Verbringt also eine ganze Menge Zeit auf der Autobahn. Und da brauchte ich natürlich ein Fahrzeug, was möglichst lange hält, was sehr zuverlässig ist und was in der Summe natürlich auch entsprechend wenig verbraucht. Und genau das habe ich alles in diesem Fahrzeug gefunden. Das wusste ich vorher. Hat sich, darf ich jetzt schon vorab bestätigen, also ein bisschen vorwegnehmen, hat sich denn auch bestätigt. Tja, und seitdem habe ich dieses Fahrzeug denn gefahren. Ja. Wollen wir uns mal da ich es jetzt schon erwähnt habe, ich habe hier noch die Fahrzeugbestellung, die allererste, die ist vom... Jetzt müsste ich hier reinschauen. Datum hatte, genau, vom 23.05.2000 wurde das Fahrzeug eine verbindliche Bestellung bei Volvo gemacht. Das Fahrzeug hatte hier einen Preis von 64.068 D-Mark und 96 Pfennig. Ja, es gab allerdings einen Nachlass von 9.368 D-Mark und 96 Pfennig und damit hat der Käufer interessanterweise eine relativ runde Zahl bezahlt von 54.700 D-Mark hat dieses Fahrzeug gekostet. Das ist nicht ohne. Ne? Also sieht man schon, also wenn man jetzt mal so vergleicht, die obere Mittelklasse, und ich hatte ja die anderen gesagt, ist das nicht gerade wenig. Und es war damals schon, genauso wie es heute praktisch immer noch ist, Volvo war immer ein bisschen teurer. Ja, es ist so. Ja? Und deswegen ist es natürlich auch nicht so ganz so populär in Deutschland, wie möglicherweise in anderen Ländern geworden. Ja? Und ja, hier ist dann die Rechnung, die dann rüberkam. Die Rechnung wurde am 31.05. Also tatsächlich, hatte in einer Woche später hat er das Fahrzeug gehabt, nachdem es bestellt wurde. Ja, und hier sind auch nochmal die Sonderausstattungen. Ich weiß, wie müssen wir das jetzt erwähnen? Das sind auch genau das Gleiche, was er hier bestellt hatte. War denn sowas wie Black Edition ohne Kosmos, Metallic-Lackierung, Dachreling, Audiopaket, Leichtmetallfälle, Anhängerkupplung und Überführung. Ja. Überführung 945 Euro, ja, hat das Ganze gekostet. Warum so teuer die Überführung? Denn dieser Herstellungsort des Fahrzeugs ist nicht in Göteborg, wie man das vielleicht meinen könnte, sondern im Volvo-Werk Gent in Belgien. Ja, für alle Volvo-Fans ist das jetzt nichts Neues, bekannt, dass Volvo da in Belgien den Standort aufgemacht hat, produziert hat damals. Und ich glaube, mittlerweile redet man sogar noch über einen weiteren Standort, dürfte irgendwo Südosteuropa sein, ja, wo denn in Zukunft... Oder vielleicht wird es schon. Ich weiß, ich bin da ehrlich gesagt, bin ich nicht mehr auf dem Laufenden, aber wie gesagt, Automobilindustrie bin ich raus. Aber nichtsdestotrotz ist also ein Schwede, made aber auf dem europäischen Festland, wenn man das so sagen darf. Ja. Und warum weise ich da ganz explizit darauf hin? Es gibt die ein oder andere Diskussion in jedem Fall, die mir durchaus bekannt sind bezüglich des Rostschutzes. Ja, da kursieren seit Anbetracht der Raum in allen möglichen Foren die verschiedensten Meinungen. Ja, das, was ich gefunden habe, ist, dass diese Karosse des V70 eigentlich voll verzinkt sein soll. In diesem Fall im Heißbad und doppelseitig. Aber, jetzt muss ich dazu sagen, deswegen...
darum geht zumindest die Diskussion, wo man, wo ich sag's mal so, wer vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat, der legt Wert darauf, wenn er sieht, oh, voll verzinkt oder mindestens teilverzinkt, ist in jedem Fall besser, als wenn es nicht verzinkt ist. Kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, dass dem nicht so pauschalisiert werden sollte. Ich habe auch in einer Oldtimer-Instandsetzung, Restauration gearbeitet, habe selber sehr viele Old- und Youngtimer restauriert, von Grund auf aufgebaut. Das heißt, vom blanken Rahmen, von der blanken Karosse, alles so zwischen Baujahr 1920, 25 müsste der eine gewesen sein, bis so ungefähr in die Mitte 80er rein. Ja? Und eines darf ich euch dazu sagen, was so den Rost angeht, die Rostvorsorge, die Blechbehandlung und so weiter. In meinen Augen ist wichtiger als eine voll- oder teilverzinkte Karosserie tatsächlich, wie das Fahrzeug in dem Fall mit Wachs, Fetten oder sonstigen Korrosionsschutzmaßnahmen noch behandelt wurde. Denn diese Verzinkungen betreffen ja auch nicht alle Teile am Fahrzeug. Es ist immer irgendwo etwas ausgespart. Und hinzu kommt, dass diese Verzinkung, also die Materialdicke, natürlich auch nichts zu tun hat mit beispielsweise so einer Leitplanke an der Autobahn, wo man sagt, die kannst du 100 Jahre in den Wetter stellen. Ja, da kann auch im Winter mal der Schneepflug daneben fahren und das Salz dagegen kippen und die Planke rostet trotzdem nicht weg. Ja, das ist nicht das Gleiche wie bei einem Fahrzeug, denn da sind die Materialstärken natürlich a. deutlich geringer und b. auch nicht komplett. Ja. Wer das weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fahrzeugkarosse Feuer verzinken wollen würde, tauche die also so unter, wie ich das zum Beispiel bei größeren Metallteilen mache, dann wäre das krumm wie ein Flitzebogen. Ja. Also es gibt verschiedene Maßnahmen der Verzinkung, da wollen wir jetzt hier aber nicht drauf eingehen, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass man darauf achten sollte, eher wie ist das Fahrzeug beispielsweise Hohlraum konserviert? Was hat es für sonstige Unterbodenschutzmaßnahmen? Wo sind Wachse verteilt worden und so weiter? Das ist in diesem Zusammenhang, bin ich der Meinung, deutlich wichtiger und daraus resultiert dann auch eine entsprechende Pflege. Das heißt, solche Maßnahmen müssen nach einem gewissen Zeitpunkt, sollten die in jedem Fall aufgefrischt werden. Ja, das heißt, macht heutzutage wahrscheinlich kein Mensch mehr, weil das Fahrzeug in jedem Fall ein Wegwerfprodukt geworden ist. Fahrzeuglaufleistung, das heißt Lebensdauern, sind berechnet von maximal 150.000 Kilometern. Ja, das ist tatsächlich, das ist jetzt keine Aussage, die ich auf der Luft greife, sondern wie gesagt, ich saß ja dran am Tisch. Ja. Die Teile werden auf diese Sachen berechnet. Wenn es länger hält, ist es eine schöne Sache, das ist richtig, aber es ist nicht eingeplant. Zudem kommt da hinzu die Ersatzteilvorsorge, ja, die auch nur für eine bisschen Zeit garantiert ist und danach hast du dann sowieso die Arschkarte, das darf man so sagen. Ja, war damals, wie gesagt, nicht so, also nicht in diesem Maße. Und da war das dann sozusagen noch populärer, dass man das Ganze immer aufgefrischt hat. Wer so diese alte Aufnahmen noch kennt, gibt es noch ganz alte Videos, Fotos in jedem Fall auch, wo denn die Leute auf dem Grundstück irgendwo standen und mit der Wachs- und Hohlraumpistole noch die Schwelle ausgeblasen haben, wo an der Tankstelle, an der SB-Box mit dem Kärcher der Motorraum sauber gemacht wurde, getrocknet und hinterher dann nochmal mit Heißwachs alles im Motorraum behandelt wurde, also vor allen Dingen Feuerwand, Spritzwand und so weiter, damit es da nicht durchgammelt und so weiter und so fort. Das macht, bin ich der Meinung, heute so gut wie gar keiner mehr. Ja, liegt mittlerweile auch daran, dass die Automobilkultur eine ganz andere ist. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Kern der Aussage war, das Fahrzeug hat hier eine großflächige Verzinkung, aber da zusätzlich, und das war mir wichtig, hat es auch sehr viele andere Korrosionsschutzmaßnahmen und vor allen Dingen Dämmmaßnahmen. Man kann tatsächlich sagen, also es ist mir aufgefallen, dass ich ihn damals von dem Passat, den ich gerade noch, ich hatte ja noch mehrere Fahrzeuge, aber das war der direkte Umstieg von heute auf morgen, dachte ich mir, Alter, wie krass ist das denn? Du fährst durch Pfützen irgendwo durch, du fährst über Schotterwege und es ist alles total gedämmt. Das war enorm gedämmt. Und wenn man weiß, wie viel Dämmung Volvo hier gebaut hat, wie viele Schichten man aufgebaut hat, auch natürlich aufgrund der kalten Winter in Skandinavien, das ist auch noch mit zum Punkt, darf man auch nicht vergessen, ne? Ist das schon ziemlich, das darf man wirklich ziemlich einzigartig. Ja? Und was den Rostschutz angeht, wir werden auf einige Teile am Resümee, werde ich dazu zu sprechen kommen, aber vorab kann ich hier schon mal sagen, Rost ist für dieses Fahrzeug nahezu kein Problem. Jedes Fahrzeug hat irgendwo Stellen, egal ob es verzinkt ist, halb voll oder nicht, gibt es überall etwas. Aber im großen Vergleich
vom Automobilmarkt ist Rost für dieses Fahrzeug nahezu im Vergleich, muss man mal vergleichen, ist nicht erwähnenswert, ganz einfach. Wo ich dann bei der Karosserie war, kommen wir mal zu den Maßen, dass ich mal so eine Vorstellung habe, wie groß das Auto ist. Denn ich hatte ja gesagt, obere Mittelklasse. Und schauen wir uns die Maße an. Von der Länge 4,72 Meter. Naja, das ist jetzt so fast schon Standard in diesem Bereich, aber nicht besonders groß. Gucken wir uns aber die Breite an. Mit 1,76 Meter ist das gar nicht so groß, wie man eigentlich erwarten könnte. Und schauen wir uns denn die Höhe an. Von 1,43 Meter ist das Ding auch noch relativ flach. Ja, das heißt also, der V70 ist gar nicht so groß wie vielleicht der eine oder andere, zumindest habe ich das in Gesprächen mal, wo ich dachte, oh, Riesenschiff und so. Wie sagen, nee, da bist du, also das, wir reden hier nicht von einem 900er, ja, oder sage der 700er, ja, solche Sachen, ja, oder die alten 240er, wenn die noch, ne. Das ist jetzt also kein Riesending geworden, ja. Und dennoch schauen wir uns jetzt hier die Maße an vom Laderaumvolumen, ja, beziehungsweise von der möglichen Fläche, ist es doch relativ praxisorientiert, durch das entsprechend eckige, kantige Design. Ja? Denn wir haben einmal eine fast schon ein Steilheck, also eine gerade Heckklappe, was es ja heute auch gar nicht mehr gibt, schwachsinnigerweise. Ja? Trotzdem nennt sich das Kombi. Das ist ein Kombi, den kann man noch tatsächlich dafür nutzen. Und auch die Seitenwände sind alle relativ gerade, keine schrägen Fenster und so einen ganzen Mumpitz. Ja? Man kann hier also gut einladen. Und wenn wir uns die Maße vom Laderaum mal anschauen, 1,5 Meter in der Länge, also das heißt vom Kofferraum bis an die Rückbank, wo ich sitze. Und wenn ich das Ganze umklappe, habe ich so ungefähr 1,80 Meter. Muss ich sagen, für mich, also ich bin 1,85, reicht es leider nicht, um jetzt hier ausgestreckt drin schlafen zu können. Das würde, hat im Passat auch nicht funktioniert vorher, aber wenn ich jetzt mal an den Omega denke, Kombi, da hat es in jedem Fall funktioniert, da konnte ich drin schlafen. Ja? Also so im Vergleich kann man sagen, obere Mittelklasse-Kombi ist es ein Durchschnitt von der maximalen Laderaumlänge, aber sie ist deutlich nutzbar, ja, nutzbarer. Vor allen Dingen auch, wenn wir uns die Breite anschauen, hat es so ungefähr 1,15 Meter. Das ist das, was der Laderaumdurchgang begrenzt, ja, also von den A, B, C, D-Säulen sozusagen. Ja. Und das verschmälert sich bei den Radkästen nur minimal, so vielleicht auf 1,10 Meter. Habt ihr in der Breite. Ja. Und die Höhe, das ist denn aber etwas, was tatsächlich gar nicht so, sind hier 75 cm. Ja. Ich kann euch also sagen, in dieses Fahrzeug, in den Kofferraum, passen zumindest zwei große Industrienähmaschinen rein. Also mit Nähtisch. Ja. Wer meinen Instagram-Account verfolgt hat, der weiß, wovon ich rede. Ja. Denn sind wir bei den Maßen, kommen wir mal zum Gewicht. Gesamtgewicht wären hier glatte 2 Tonnen. Ja. So steht es zumindest in den Fahrzeugpapieren drin, wenn ich mich da jetzt noch so recht entsinne. Das hatte ich mal abgespeichert. Den ersten Brief habe ich natürlich auch noch. Ist jetzt völlig egal, wo wir reingucken. Ja, genau. 2020, sagt er. Ja, ist also gar nicht so schwer, wenn man jetzt bedenkt, auch die Zuladung habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ne? Schätze ich jetzt mal auf 450, 420 Kilo vielleicht. Ja, müsste, wo haben wir sie hier? Ding, 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 ding. Ja, das Leergewicht ist mit 1586. Das sind dann also, genau, also sagen wir 420, 430 Kilo, wie man es immer nennen mag. Zuladung, das ist tatsächlich Standard für ein Kombi in dieser Größe. Und von den Karosseriemaßen kommen wir jetzt mal zu den technischen Komponenten im Fahrzeug. Beginnen wir ganz Standard mit dem Antrieb. Ist ein Frontantrieb, hatte ich erwähnt, der 850, der erste bei Volvo und war für mich tatsächlich so ein Wermutstropfen. Das ist, betrifft, hat jetzt, kann das Auto nichts dafür, aber betraf praktisch alle Vernunftsautos, die ich irgendwo fahren musste und den einen oder anderen kleinen, darf ich das hier sagen, ohne dass jetzt übertrieben klingt, inklusive diesem Fahrzeug hatte ich in meinem Leben 34 Stück Autos. Das hat jetzt aber nichts mit Wohlstand zu tun, wie man meinen könnte, sondern ich mache es mal kurz, es handelt sich überall, also fast ausschließlich um Schrottlauben. Das darf man so sagen, ja, bis auf den einen oder anderen Oldtimer oder Youngtimer, den ich relativ günstig bekommen habe. Ja, so ein Dinger, Scheunfund von Opa irgendwie, Kapitän verstorben und das Ding, ja, ist doch gut, Eli. Scheibe beschlägt ein bisschen. wo sagst du,
Auto für 200 Mark, ja, und dann weißt du aber eigentlich, das Ding ist irgendwie, war damals 5000 wert, ja. Aber was ich dir sagen will, ich habe nie viel Geld in den Kauf eines Autos investiert, sondern eher dann in den Umbau, in den Aufbau oder in die Restauration, das maximal noch, ne. Und damals hatte ich auch noch einen Automobilclub, war selber Vereinsgründer gewesen, Präsident sagt man ja, erster Vorstand, ja. Und hatte zum damaligen Zeitpunkt auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig. Zu Höchstzeiten waren damals noch auf rote Nummer gewesen, auch angemeldet. Das waren allerdings Dinge, wo ich gesagt habe, du fährst jetzt nicht jeden Tag, sondern hast du mal das hier fahren, das hier fahren. Ich hatte also meine Auswahl, aber wenn jetzt einer sagt, oh, der muss ja haben, würde da wahrscheinlich kein einziges davon nehmen, weil das alles mehr so, ne, das untere Level ist, darf man dazu sagen. Ich habe nie Wert auf Status gelegt, ja, aber im Endeffekt habe ich es zumindest geschafft, aus einem Schrotthaufen immer etwas Vorzeigbares zu zaubern. Das darf man so sagen, ohne mich erstmal selbst zu loben, aber das war ja dann auch mein Beruf irgendwo. Ja. Das sagte ich jetzt bezüglich des Frontantriebs, weil ich überwiegend vorher nur Heck gefahren habe und Allrad. Aber wie gesagt, aufgrund des Vernunftskaufs, ich bin halt, war auch im Motorsport aktiv, muss man dazu sagen, kommt auch noch ein bisschen daher, wo ich dann gesagt habe, es ist eigentlich kein Fahren. Ja. Und man hat das Auto aus gutem Grund nicht mit einem Frontantrieb erfunden, sondern mit einem Heckler. Aber gut, heute ist es Standard aufgrund der Sora hier. Ja. Und das war so ein Wermutstropfen für mich, Fronttriebler, aber habe ich gesagt, naja, gut, das machen wir wegen dem Motor. Ja. In dem Zusammenhang, Fronttriebler, denn natürlich auch die Vorderachse ist ein Standard McPherson Federbein mit Querlenkern, hat in dem Fall eine Spurweite von 152 cm. Und die Hinterachse ist in dem Fall eine Verbundlenker-Hinterachse. Volvo nennt das Delta Link mit einer Spurweite von 147 cm. Ja, auch der Klassiker für einen Fronttriebler, Spur vorne, Spur hinten und so weiter. Wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, sonst wird es ja zu fahrzeugtechnisch. Also alles ein Standard, ja, beziehungsweise in diesem Fall schaut man sich die Maße an, resultiert das schon auf ein sehr sicheres Fahrverhalten. Kann man sich alleine schon aus diesem Ding herausgrübeln. Ja, mal sehen, ob das denn auch tatsächlich so ist. Dann haben wir, wo wir jetzt bei der Achse gewesen sind, resultiert die Lenkung natürlich nicht umhin. Ne? Ist in dem Fall eine Standard-Zahnstängenlenkung mit einer Servounterstützung. Der Wendekreis beträgt hier 10,20 Meter und das ist auch ein gutes Mittelmaß. Ist völlig in Ordnung, also du kannst mit dem Auto ganz normal irgendwo nichts Großes, kann man einkaufen fahren, kriegt man auch in kleine Lücken rein, so wie das Auto zumindest passt und die normalen Wenderadien. Also nichts, alles ganz normaler Durchschnitt. Ja. Die Bremsanlage ist in dem Fall eine Vier-Scheiben-Anlage, vorne innen belüftet, hinten feste. Und die Feststellbremse wirkt in dem Fall auch auf die Hinterachse, und zwar auf die Bremstrommel in den hinteren Scheiben. Genau zu diesem Punkt würde ich auch zum Ende, also zum Fazit kommen, weil da gibt es natürlich etwas in jedem Fall zu sagen. Ja. Von den Bremsen kommen wir zu den Rädern. Original eingetragen ist hier, also original fahre ich das, was auch eingetragen ist, und zwar die 195-60R15. Und ich fahre eine 88V, ja, 88 Geschwindigkeit, Lastindex, Tragfähigkeitsindex, und V ist der Geschwindigkeitsindex, in dem Fall bis 240 km/h. In den Papieren steht allerdings tatsächlich, wenn mich da recht entsinne, eine 87H drin. Ja, H sind 210. Kommen wir zu den Fahrwerten, werde ich kommen. Man kann auch einen H-Reifen fahren, ja. Aber mir war das mit der V irgendwie sicherer, ja. Und Notrad hat das ganze Ding, also es hat vier Räder montiert und kein Pannenset drin, kein vollwertiges Ersatzsatz, sondern ein Notrad. Das Notrad in diesem Fall im Maß 115-70R15 mit 90 m. Ja. Sieht man natürlich, M, ja, es ist ein Geschwindigkeitsindex von 80 km/h, ist das Ganze maximal nur zulässig. Reifenluftdruck dürfte denn bei 4,2 bar liegen. Und Volvo empfiehlt, genauso wie alle anderen Nutzer eines Notrads, dieses Ding ausschließlich für kurze Strecken zu verwenden. Und das kann ich auch so nur bestätigen, man sollte es nicht übertreiben. Ich hatte oft genug Plattfüße gehabt, ich hatte dann irgendwann umgesattelt von dem Notrad auf ein festes Rad, auch die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, ich habe es glücklicherweise, muss es nie benutzen, ja. Aber hätte ich eine Panne gehabt, hätte ich ein vollwertiges Ersatzrad drin gehabt, das heißt in diesem Fall auch eine Leichtmetallfelge mit dem gleichen Reifen, den ich sonst auch fahre.
Eigentlich mit dieser Notradnummer, es ist einfach nervig. Wer das einmal gefahren hat, dieses Notrad, weiß, dass das enorm schnell verschleißt. Es ist ja ein sehr hartes, schmales Ding. Das heißt, da ich musste auch mal eine längere Strecke mit einem anderen Fahrzeug mit so einem Notrad fahren und es ist nicht gut ausgegangen, kann ich euch sagen. Ja, das Notrad war verschlissen, war kurz vorm Knallen. Ja, was will ich damit sagen? Ich bin kein Fan von Noträdern, sondern von vollwertigen Ersatzrädern. Ich bin ebenso kein Fan von irgendwelchen Pannen oder Reifensprays, wie auch immer. Ob mit Kompressor oder ohne, spielt alles keine Rolle. Wenn du eine echte Panne hast und hast nicht die Möglichkeit, irgendwo in 50 Kilometern eine Werkstatt zu finden, dann geht nichts über ein echtes Ersatzrad. Ganz einfach. Egal, was einem der Hersteller da sagt, was das angeblich für Nachteile hat. Der einzige Nachteil für den Hersteller ist natürlich, dass er mehr Platz einplanen muss, wo er es hinpacken muss, dass die Gewichte dann insgesamt höher gehen und dass ein Vollwertersatzrad natürlich teurer ist. Ja. Muss jeder selber wissen. Ja, also das ist hier die Standardausstattung, sagte ich deswegen nur. Von den Rädern kommen wir mal zur Kraftübertragung. Das heißt, die Kupplung ist in dem Fall eine Einscheiben-Trockenkupplung mit einem angeflanschten Fünfwandgetriebe. In dem Fall auch alles Standard irgendwie, also ein Schaltgetriebe. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ich bin der Meinung, dass es den Diesel nur mit Schalter gibt. Aber da kann ich jetzt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich hätte jetzt, weil ausgerechnet zudem habe ich jetzt hier nur ein Zubehörprospekt mit der Preisliste entsprechend drin. Ich kann euch jetzt also nicht sagen, was noch Standard, was noch optional erhältlich war. Aber ich glaube, das spielt doch keine Rolle. Denn zumindest diesen Diesel würde ich nicht unbedingt mit einem Automatikgetriebe fahren wollen. Und zumindest ist das auch noch so mein Ding für die damalige Vernunftsfahrweise, wo ich ja möglichst Sprit spare, unterwegs fahren wollte, da kam für mich natürlich nur ein Schalter in Frage. Den Automatikgetriebe verbraucht logischerweise immer mehr aufgrund der, ach, müssen wir nicht drauf eingehen, das wird so, ich muss immer aufpassen, dass ich mich selber einbremse, sonst wird das Ding ja noch viel länger, als ich es eh schon wollte. Gut, nach dem Getriebe kommen wir dann zu dem Herzstück des Ganzen, dem Motor. Ja, das Ding, warum ich dieses Fahrzeug tatsächlich gekauft habe. Alles andere kannst du sagen, ist völlig scheißegal. Wie das aussieht, wie es ausgestattet ist, interessiert mich alles in feuchten Kehricht. Mir ging es ja nur um diesen Motor. Warum? Weil ich vorher in diesem Passat, den ich hatte, den AFN hatte, das heißt den 1.9er. Ein Turbodiesel von Volkswagen und das ist somit unterm Strich, darf man sagen, der robusteste Volkswagen-Dieselmotor, der jemals in diesem Konzern entwickelt wurde, der zuverlässigste, weil er auch sehr einfach aufgebaut ist. Es war noch kein Pumpe-Düse, sondern er hatte eine Verteiler-Einspritzpumpe. Ja, war typisch eine Bosch-Pumpe gewesen und damit lief das Ding, war praktisch ein Dauerläufer. Ja, war kein Ding und auch den habe ich ordentlich gespult. Ja. Und da war dann für mich nur die Konsequenz, wo ich mir gesagt habe, gleiches System will ich wieder haben. Das heißt also, ein Turbodieselmotor mit einer Verteiler-Einspritzpumpe, weil Reihe hat es hier logischerweise nicht mehr gegeben. Und da war dann für mich eigentlich klar, wie gesagt, aus dem Audi-Programm der 2,5 Liter 5-Zylinder rein Turbodieselmotor. Ja, bei Audi heißt er AEL, Volvo kennzeichnet das um in seine Motorkennung D5252T. Ja, also Volvo hat immer relativ lange Kennungen, ist praktisch das gleiche, ist ein AEL. Der ist gekennzeichnet durch eine obenliegende Nockenwelle, das heißt, es ist ein Overhead Camshaft, OHC, einem Zahnriemenantrieb mit einem Wechselintervall von 120.000 Kilometern. Ich schmunzel jetzt hier, weil wir sitzen ja nicht ohne Grund in diesem Fahrzeug. Na? Und ich würde... Ich würde nachher etwas dazu sagen. Ja, ich wollte jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Na, lassen wir es mal so kurz im Raum stehen. Er hat, habe ich gerade schon gezeigt, 2 Ventile pro Zylinder. Ja, 5 Zylinder macht 10 Ventile mit hydraulischen Tassenstößeln. Der Hubraum ist in dem Fall 81 mm in der Bohrung. Ja, und im Hub 95 mm. Er gibt ein summa summarum 2461 Kubikzentimeter. Daher sagt man 2,5 Liter. Anhand dieser Daten erkennt jetzt der Fachmann, die Bohrung ist kleiner als der Hub lang ist. Das heißt, wir haben einen Langhuber sozusagen und Langhuber sind im Vergleich zu einem Kurzhuber nicht für hohe Drehzahlen geeignet. Spielt jetzt auch beim Diesel, was das angeht, keine Rolle, da das ja grundsätzlich nicht kein Drehzahlmotor ist, sondern ein Drehmomentmotor. Von daher passt die ganze Nummer. Das Ganze im Verdichtungsverhältnis von 20,5 zu 1.
Als Leistung kommt denn aus der ganzen Nummer 103 Kilowatt bzw. 140 Pferdestärken raus. Das Ganze ermittelt bei 4000 Umdrehungen pro Minute. Und schaue ich mir dann im Verhältnis das Drehmoment an, in dem Fall von 290 Newtonmeter bei 1900 Umdrehungen pro Minute, wenn ich mich recht entsinne, kann man zumindest vom Papier schon mal sehen, dass es dennoch, obwohl ich das gerade gesagt habe, für einen Diesel ein relativ drehzahlfreudiger Motor ist, der, und das ist ein Charakteristika für diesen Motor, über das Drehzahl, also das Drehmoment bereits relativ früh anfängt. Man darf das nicht mit heute vergleichen. Ja? Man muss es zu dem damaligen Zeitpunkt der Technik sehen. Und zum damaligen Zeitpunkt der Technik war es tatsächlich so, dass es sehr herausragende Daten für solch einen Dieselmotor gewesen sind, da das Drehmoment und die Leistung über ein nahezu gleiches Band der Drehzahl tatsächlich immer auf diesem Level geblieben sind. Ja? Also das Fahrverhalten war praktisch wie so ein Gummiband. Wenn du diese gewisse Drehzahl erreicht hast, dann riss es nicht mehr ab. Ne? Kennt der eine oder andere vielleicht, dass es Motoren gibt, die haben irgendwo Spitzen bei gewissen Drehzahlen und flachen dann auch relativ schnell wieder ab. Das sind so Dinge, dann bist du denn gezwungen, praktisch schnell zu schalten, um diese gewisse Drehzahl einzuhalten. Ist bei diesem Motor nicht, der zieht das, sind keine herausragenden Werte, aber dennoch über den Bereich ein sehr konstantes Dreh- und Leistungsabgabemoment. Und das muss ich sagen, kam mir in jedem Fall sehr gelegen, beziehungsweise finde ich sehr harmonisch, weil es natürlich, man kann auf der einen Seite denn durchaus sportlich mitfahren, weil man immer das Ding hat, ohne sich groß einen abzumachen. Und auf der anderen Seite hat man aber allerdings auch fürs normale Cruisen überall die entsprechenden Reserven. Ist also ein sehr harmonischer Motor und das ist etwas, was man heutzutage praktisch so gut wie fast gar nicht mehr findet. Zumindest nicht mehr im Automobilbausektor. Da fallen mir jetzt maximal bloß noch reine Nutzfahrzeugmotoren ein, die genau für dieses Drehzahlband so diese Leistung permanent konstant abgeben. Und das muss ich sagen, ist ein bisschen schade, aber trifft natürlich auch den Wert der Zeit. Das ist heute kein Konstruktionskriterium mehr, sowas zu bringen. Ja, schade. Nun gut, die Leerlaufdrehzahl in dem Fall, es sind 840 Umdrehungen pro Minute. Er gibt ungefähr ein Standgeräusch von auf dem Papier 82 Dezibel. Muss zu dem Leerlauf sagen, ist ja ein Fünfzylindermotor. Ja? Und Fünfzylindermotoren sind, wer es weiß, grundsätzlich nicht für Leerlauf, für einen ruhigen Leerlauf bekannt. Ja? Da gibt es allerdings noch viel schlimmere Fünfzylinder. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich ein Vierzylinder ist kein Highlight, ja, aber Fünfzylinder, ich will es jetzt nicht fahrzeugtechnisch zu weit treiben hier, ja, aber aufgrund der Bauartkonstruktion, das heißt aufgrund der Winkel und der Zündreihenfolge, das bestimmt solche Leerlaufsachen, ist zum Beispiel das, was eigentlich bekannt ist, das ruhigste, was es überhaupt gibt, ist ein rein Sechszylindermotor, ja. Da gleichen sich sozusagen, wenn sie entsprechend gut konstruiert sind, die Schwungmassen aus. Und ich hatte noch so ein Ding, da konntest du wirklich ein 5-Mark-Stück, heute würde ich vielleicht ein 2-Euro-Stück nehmen, kannst du oben auf den Ventildeckel stellen, wenn das Ding läuft und das Ding steht. Es steht. Ja. Genau das Gegenteil ist beim Fünfzylinder der Fall. Der macht ordentlich Banane, ist ein rabiater Schreihals, könnte man schon sagen, zumindest für einen Diesel. Und kommt natürlich aus, hatte ich ja erwähnt, aus dem Audi-Programm. Und das sind solche Sachen, wer es noch kennt, ist zwar ein bisschen weit hergeholt, aber konstruktionstechnisch auf dem gleichen Level. Damals unser Walter Röhr, der bekannt geworden ist über die ganze Audi-Geschichte oder andersrum, Audi über Walter Röhr, wie man es mal machen kann, ja, mit dem S1, das waren genau diese Fünfzylindermotoren, natürlich Benziner, keine Frage, aber vom Block her und so weiter, sehr hochgezüchtete Dinger, reine Rennsportdinger und da hat man den Fünfzylinder, da hat er wirklich genau das geleistet, da konnte man seine Qualitäten sehr gut ausnutzen, nennen wir es mal so. Das Ganze dann in einem Personenkraftwagen als Diesel hat immer noch so ein klein paar Ambitionen, die ich auch immer mal wieder aus meiner Hobbykarriere ein bisschen rausgekitzelt habe. Ja? Also wer durchaus mal sportlich fahren möchte, findet in einem Fünfzylinder, auch wenn es ein Diesel ist, tatsächlich nochmal so ein Ding, wo du sagst, oh doch, da geht ein bisschen was. Ja? Ich möchte das jetzt nicht übertreiben, weil wir reden ja immer über entsprechend alte Motorenbaukonstruktion, aber man muss es immer in dem Vergleich sehen, was damals sonst so auf dem Markt üblich war. Ja? Und da, ne? Also man sollte sich dieses
Fahrzeug nicht besorgen und schon gar nicht als Diesel, wenn man einen ruhigen Motorlauf haben möchte. Wenn man an der Ampel schön entspannt stehen wollte oder das ist genau das Gegenteil. Bist du noch ein Rübchen haben, Eline? Guck mal hier. Ja, hau rein. Das Ding rappelt ohne Ende. Das kann man damit sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Zur Einspritzung. Es hatte ich schon erwähnt, eine elektronische Verteiler-Einspritzpumpe, die angetrieben ist über einen Zahnriemen. Ja, das ist ja Thema Zahnriemen, kommt man in jedem Fall natürlich zu. Ja, gibt zwei Zahnriemen an dem Motor. Der eine ist für die Nockenwellen-Kurbelwellensteuerung auf der einen Seite, in dem Fall ist es die Beifahrerseite. Und die Pumpe liegt dann sozusagen auf der Fahrerseite, das ist der kurze Riemen. Das heißt, wenn man Riemen wechselt, kann man auch den Zahnriemen der Pumpe mitwechseln. Ja, muss man nicht unbedingt machen, weil wenn der einfach reißt, bleibt das Auto nur stehen, aber es hat keine große Konsequenz. Ja, ist auch relativ fix gemacht, aber zu der Sache komme ich ja wie gesagt nochmal. Von der Pumpe zum Einspritzsystem. Es ist, und das ist ja das Entscheidende für mich in dieser Kombination, weshalb ich diesen Motor auch bevorzugt habe, es ist ein Direkteinspritzer, ja, der in diesem Fall noch in zwei Stufen einspritzt. Direkteinspritzer ist was anderes als beispielsweise, wer sowas kennt, als die alten Wirbelkammermotoren, ja, Vorkammermotoren. Sondern das, was heute sozusagen eigentlich Standard ist, mehr oder weniger, auch wenn es in diesem Fall denn heutzutage meistens eher mit einem Common Rail läuft. Damals bei Volkswagen war ja dann noch die Pumpe Düse, ja, aber das sind alles Direkteinspritzer, die eigentlich keine großen Starthilfen benötigen. Und dennoch hat dieses Fahrzeug eine entsprechende Schnellvorglühanlage, ne, mit einem elektronisch gesteuerten Kaltstartbeschleuniger. Und das sind... hatte ich das ein oder andere Mal auf unserer Abenteuerreportage in Lappland. War sowohl im vorletzten Jahr als auch im letzten Jahr. Ist immer das Gleiche natürlich, wo ich ihnen gesagt habe, oh nein, er springt nicht mehr an, wo ich immer so Panik hatte. Und wir hatten das. Zu diesem Fahrzeug, die Vorglüheinrichtung ist bereits seit 4 Jahren, so Pi mal Daumen, defekt. Die Kabel sind alle durchgebrochen, die Kontakte sind alle flöten gegangen, ist alles wegkorrodiert. Hätte man, um das zu erneuern, hätte ich praktisch die ganze Vorglüheinrichtung ersetzen müssen. Und ich komme beim Fazit, also wenn ich die negativen Sachen sage, nochmal zu diesen technischen Eigenarten, die der hier gerade hat, und dann werde ich da nochmal, ich hoffe, dass ich mich daran erinnern kann, dann nochmal darauf eingehen, warum ich das nicht gemacht habe, beziehungsweise es keinen Sinn gemacht hat. Was will ich damit sagen? Wir sind auch bei Lappland bei Minusgraden, -7, -9 hatten wir so in dem Dreh. Ohne Vorglüheinrichtung haben wir den Canyoner anbekommen. Ja? Das würde mit einem Wirbelkammer, kannst du es vergessen, da würde der nicht mehr starten. Ja? Wenn er so lange steht zumindest. Gut, so viel zu der Startsache. Dann haben wir hier ein Abgas-Turbo-Aufladung mit Ladeluftkühlung. Ja, deswegen heißt das Ganze 2,5 Liter Turbo-Dieselmotor. Also haben wir einen entsprechend höheren Wirkungsgrad durch den Turbo. Ist kein Saugdiesel und das ist eigentlich das, was ja auch so Standard ist, was heutzutage ganz normal geworden ist. Aber zumindest damals war der Turbo, wenn ich in diese Zeit gehe, bei den Benzinern noch eigentlich völlig unbekannt. Ja, also in den 90ern hat nahezu keiner einen Turbo. Das waren die, konntest du an einer Hand abzählen. Und das waren Dinger, die haben richtig gedrückt. Ja. Heute ist es ja Standard und der Turbo hat den Diesel eigentlich erst salonfähig gemacht. Denn wer noch die alten Saugdiesel kennt, ja, tritt es praktisch drauf und dann konntest du erstmal eine Tasse Kaffee trinken, warten und überlegen, ist es denn schon angekommen vorne? Kennt er, ist hier praktisch beim Turbo anders und das ist heute natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als damals, aber auch hier muss man wie gesagt für damalige Verhältnisse, den als Turbo-Diesel war nicht verkehrt, in der Kombination mit dem Fünfzylinder, da ging was, da ging in jedem Fall was. Na? Und wo wir jetzt beim Abgas sind, er hat einen Oxidationskatalysator mit einer entsprechenden Abgasrückführung. Und das Ganze war schadstoffarm nach Euro 2. Bedeutet erstmal für alle, die jetzt erstmal die Zahlen haben wollen, habe ich bezahlt 401 Euro Steuern im Jahr nach der Euro 2. Und jetzt würde ich hier kurzzeitig eingrätschen zu dem, was ich vorab gesagt habe. Die sogenannte mir bekannte größte Lüge der Automobilindustrie, die nahezu auch bis heute nie aufgedeckt wurde tatsächlich, um nicht zu sagen, der praktisch eigentlich alle Autokäufer als auch Autonichtkäufer, ne,
alle, die vielleicht so ein bisschen grün angehaucht sind, ja, vielleicht auch der eine oder andere Radikalgrün und so weiter, das spielt ja keine Rolle, aber die ganze Bevölkerung praktisch noch hinterherlaufen. Ne? Gut, wo fange ich an? Beziehungsweise, ich war ja gerade bei Schadstoffnorm, ja, das sollten wir vielleicht noch sagen. Wenn wir hier um den CO2-Ausstoß reden, ja, hat dieses Fahrzeug, Volvo hat ja immer wunderschöne Bedieneinleitungen, da muss man auch sagen, also top, dafür liebe ich sie. Also die Schweden haben sie, also erstmal gibt es hier die normale Bedieneinleitung, ja, die, dann gibt es eine in Kurzform, ja, wenn man, wer zu faul ist, zu oberflächlich, die zu lesen, hat man damals schon gewusst, Menschen sind oberflächlich, zu blöde, ja, das muss man so sagen, machen wir noch eine in Kurzform, wie du das Fahrzeug bedienst, ohne dass du gegen die Wand fährst, ist eine schöne Sache. Ja, und dann gibt es hier nochmal auf der Rückseite für den letzten Trottel auch nochmal die wichtigsten Sachen, ja, welche Flüssigkeitsstände was sind, wie du es zu prüfen hast, wann und auftanken und so weiter und was deine Glühlampen sind. Alles auf einer Seite, das findest du heute praktisch auch gar nicht mehr. Richtig geil. Und solche alten Bedienerleitungen, das ist ja noch relativ alt. Ich habe noch Bedienerleitungen von Fahrzeugen, die sind über 50 Jahre alt. Es ist immer eine helle Freude, sowas zu lesen. Und hier stehen nämlich noch Wahrheiten drin. Das ist der große Unterschied zu heute. Ja, ich war ja selbst mit daran beteiligt. Ich habe ja gesehen, wie solche Anleitungen geschrieben werden. Gut, was ich jetzt hier nämlich gerade suche, sind die Abgaswerte. Ja, die standen tatsächlich in der Bedienleitung drin. Abgasreinigung 9194. Ich hoffe, wir finden das jetzt hier so relativ spontan. Müssen wir mal nachschauen. Hier stehen auch die zu den Verbräuchen komme ich natürlich nochmal, keine Frage. Ja, und was ich jetzt suche, da haben wir es. Was ich suche, sind die Emissionswerte, wo ich ja gerade war bei der Abgasnachbehandlung. Ja? Und wir schauen jetzt hier rein bei einem D5252 Turbomotor. V70 mit manuell, hier steht, gibt es auch als Automatik. Gut, dann nehme ich alles zurück, also dann editieren wir, gibt es auch als Automatik. Ja? Würde ich aber nicht empfehlen. 168 Gramm Kohlenstoffdioxid auf Kilometer pro Kilometer. 168 Gramm. So, und was, jetzt wird es nämlich heiß, was ist allgemein im Volksmund doch eher bekannt? Der böse Diesel. Der böse Diesel, der natürlich Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und so weiter, was wir kennen durch den Abgasskandal, wie ich mich damals noch zurückgehalten habe, betraf hauptsächlich die Stickoxide. Ja, logisch, der Diesel natürlich, wer also fachlich so ein bisschen bewandert ist, Ottomotor versus Dieselmotor, der weiß natürlich, dass beim Diesel auch natürlich Stickoxide nicht gerade in einem unerheblichen Maße entstehen. Ja, aber wir bleiben jetzt mal hier, wir konzentrieren uns, sonst wird es zu groß. Da müssen wir ein separates Video machen und ich hatte gesagt, aus einem gewissen Grund will ich das nämlich nicht machen. Ja, wir verpacken das hier schön versteckt rein und wir schauen uns hier nur mal die CO2, weil das ist ja ein Ding im Rahmen dieser ganzen Klimadiskussion, rettet die Welt und die Erde ist wegen Klimawandel und Kohlenstoffdioxid ist der größte Klimakiller mit ohnehin, ne, und so weiter. Will ich auch gar nicht abstreiten. Immer dran denken. Naturschutz studiert Dominik. Ja? Gut. Haben wir hier eine Zahl von 168 Gramm. Und wenn ich jetzt, das könnt ihr jetzt so genauso, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, ja, ist ja nicht ausgedacht, ja, steht hier. So. Und schaue ich mir jetzt, das ist ja ein Diesel, jetzt wird es interessant, schaue ich mir jetzt mal die Benzinermodelle an. Ja? Stehen die auf der Vorderseite? Diesel hat er hier, sind ja bloß zwei Motoren im Programm und der Rest ist Benzin. Ja? Und wenn ich jetzt mal den Durchschnittswert eines Benziners ermittle, das ist die Seite des Benziners. Ja? Wenn ich jetzt einen Durchschnittswert des Benziners ermittle, komme ich hier. Es gibt mal ein paar höhere, es gibt mal ein paar runter. Aber ich überfliege jetzt mal diese Zahlen, die hier stehen und bilde mal auf den ersten Blick einen Mittelwert. Liegt der so ungefähr bei 240 Gramm. Pro Kilometer. Ja, Mittelwert würde ich jetzt bilden aus der höchsten Zahl, die haben wir jetzt 270 und die niedrigste liegt so ungefähr bei 230. Vielleicht können wir sogar noch 250 gehen. Ja. Wir erinnern uns, wir hatten gerade 168 Gramm. Und das ist in diesem ganzen Prospekt, in dieser ganzen Motorenpalette, bei allen Benzinern und bei allen beiden Dieseln, der niedrigste Wert überhaupt. Ihr findet keine Zahl, die kleiner ist als 168 auf diesen beiden Zahlen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da ist bestimmt damals schon gelogen worden.
Nun, ich darf sagen, aus meinem Kfz-Alltag habe ich auch entsprechend ausreichend Abgasdiagnosetests gemacht. Ja? AU-Untersuchung, wie man sagt. Und ich war jetzt nicht einer von denen, die jetzt einfach nur die Untersuchung gemacht haben, weil der Kunde Arzt nicht gesehen hat, sondern mich hat auch wirklich immer die Werte interessiert, die Technik und so weiter. Ich habe auch Autos tatsächlich durchfallen lassen, keine Frage. Und jeder, der sowas macht, der weiß, dass man auch ein Auto durchschieben kann, wenn man das will. So, und von daher kann ich aus diesem Ganzen sagen, dass diese Werte hier tatsächlich realistisch sind. Seht ihr allein schon daran, dass hier vor, auf der gleichen Seite ist davor der Verbrauch angegeben. So. Und das hat ja einen direkten kausalen Zusammenhang. Woraus errechnet sich der oder woraus wird der Kohlenstoffdioxid-Emission, die Emission berechnet? Natürlich aus dem Verbrauch. Und der Diesel wird hier angegeben mit 6,3 Litern. Auf 100 Kilometer. Ich würde jetzt im Endeffekt noch, also später nochmal zu den Werten, zu den Fahrwerten kommen, kann ich aber sagen, dass das hier sehr, sehr hochgesetzt ist schon von Volvo. Denn tatsächlich 6,3, da muss jemand mit einer ganzen Menge Stadt mitgefahren sein in diesem entsprechenden Mix. Ich tatsächlich habe deutlich weniger verbraucht. Aber lassen wir mal diesen hohen, als genau das Gegenteil, was wir heute haben. Heute schummelt der Hersteller nach unten, kennt ihr alle. Da stehen Verbräuche in den Prospekten, in den Angaben, wo du dich sagst, habe ich nie erreicht. Selbst wenn ich Klimaanlage, Warnblinker, alles ausmache und fahre bloß im Hochsommerberg runter irgendwie mit Rückenwind. Ja, die kommt vielleicht gerade mal. Ansonsten ist alles Fake, ja, ist alles Beschiss. Das darf man so sagen, im großen Sinne zumindest. Ja. Und hier wurde sogar noch genau das Gegenteil gemacht. Hier waren sie so, ach, da lassen wir noch ein bisschen, das ist wieder typisch schwedisch. Ich liebe sie wieder. Ja, herrlich. Und was will ich jetzt damit sagen? Wenn wir diese Zahl jetzt zugrunde legen, aufgrund des ein bisschen höheren Verbrauchs, könnte also realistisch tatsächlich noch geringer sein. Wenn wir jetzt sehen, dass die Benzinermodelle, auch hier ist praktisch das Gleiche. Ja? Hier sind Verbräuche bei den Benzinern angegeben von 8,5, 8,9 bis 11,3, so das Höchste. Das sind hier die Turbo-AWDs. Wir hatten sie anfangs, ja, natürlich. Sind auch gut angegeben. Also ist eine realistische Zahl, möchte ich dazu nur sagen. Ja, sind beide Zahlen sehr realistisch. Ist in meinen Augen kein Fake. Fällt uns jetzt hier auf, dass der Diesel deutlich weniger CO2-Emissionen ausstößt als der Benziner, oder? Als der Ottomotor. Der böse Diesel, ne? Ja. Rein logisch, wenn man nicht die geringste Ahnung von Fahrzeugtechnik hat, könnte man aber zumindest schon mal irgendwann gehört haben, vielleicht im Physikunterricht, dass der Dieselmotor aufgrund seiner höheren Verdichtung der effizientere Motor ist. Das heißt, wenn man die Wärmekraftmaschinen sich anschaut, einen höheren Wirkungsgrad hat. Durch diesen höheren Wirkungsgrad verbraucht er weniger Kraftstoff. Wir hatten das Thema auch bei den Outdoor-Kochern, wo ich immer über den Drang ja gehetzt habe, weil er das Ethanol verknistert ohne Ende. Ja, und aber der böse, natürlich der böse Benziner, der einem das Ohr abfallen lässt, aber deutlich weniger verbraucht hat, weil er natürlich effizienter arbeitet. Ja, ist hier ein bisschen ähnlich. Ich will jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber für die Leute, die ein bisschen weniger Ahnung von Fahrzeugen haben. Ne? Was möchte ich jetzt also damit sagen? Also das ist eine Feststellung, eine Tatsache und die ist auch belegbar. Ja? Jederzeit bei jedem Fahrzeug, nicht nur bei Volvo, auch bei jedem anderen, dass der Dieselmotor, was den schädlichen Treibhauskiller CO2 angeht, der deutlich saubere Motor ist. Und mit deutlich sauber kann man so ungefähr sagen, wir müssen jetzt mal dieses Verhältnis ausrechnen, aber ich schätze mal, es sind 20% weniger CO2-Ausstoß als ein Ottomotor. So, und wo kommen wir jetzt zu dem Punkt der Lüge? Nur ganz einfach, weil ja in der Regel das Gegenteil behauptet wird. Weil hier behauptet wird, dass der Dieselmotor so extrem schlecht umweltgefährdend ist. Woher resultiert das Ganze? Jetzt muss man kurz überlegen, was die Bevölkerung und was damals auch meine Kommilitoninnen im Sinn hatten, mit denen ich 3 Jahre im Studiengang Naturschutz auf der Bank gesessen habe und wo immer argumentiert wird, diese, damals war das ja noch größer, war das noch mehr wahrnehmbar, diese stinkenden schwarzen Rußwolken, die da aus den Dieselmotoren rauskamen. Völlig korrekt, das war auch tatsächlich so. Ja. Da habe ich gesagt, ja, natürlich, das ist schlimm, da siehst du den Ruß. Was hat man denn natürlich gemacht? Die ganzen Abgasnormen eingeführt.
Darüber könnte man jetzt ein Video machen, aber ich halte mich ganz speziell zurück zum Thema Abgasnorm. Da sage ich mal, soll jeder glauben, was er möchte. Ja? Ich glaube das, was ich weiß, ganz einfach. Und da kann ich kurz zusammenfassen, die Einführung der ersten Abgasnorm war bereits der erste Beschiss. Ja? Das darf man so sagen, von der Euro 1. Und es hat sich bis heute so durchgezogen. Wer meint, dass nur weil hinten nichts mehr sichtbar aus einem Diesel rauskommt, dass das deutlich sauberer und vor allen Dingen gesünder, das ist ja der Punkt, gesünder für die Umwelt ist, das heißt für die Menschen, der darf das weiterhin glauben. Möchte ich auch gar nicht davon abhalten. Ich kann euch allerdings sagen, dass du damals, wenn du dich hinter so ein schwarzes Ding gestellt hast, so ein miefendes Ding, ja, konntest du auch dein weißes Taschentuch vor den Auspuff halten und so riesen schwarzen Abdruck gehabt, kennen wir alle noch. Ja? Und solche Werbung-Dinger gab es ja auch, ja? Wo man dann verglichen hat, alt versus neu, Benziner, Diesel, neuer Diesel, alter Diesel. Und das Taschentuch war bei den neuen Fahrzeugen immer sauber. Ja? Ja. Als ob der Cut, die ganze Abgasnachbehandlung, alles wegzaubert. Es ist praktisch nicht mehr vorhanden. Ne? Hat sich Einstein offensichtlich damals geirrt, als er gesagt hat, dass nichts irgendwo, also dass nichts aus dem Nichts kommt und es hinterher auch praktisch nicht wieder verschwinden kann. Ja? Und um es mal jetzt ganz banal zu sagen, ist es praktisch nichts anderes, als dass die Sachen so klein aufgesplittet werden in Nanopartikel, die nicht mehr sichtbar sind, die aber dennoch vorhanden sind. Und der große Unterschied zu dem, was damals stattgefunden hat, ist, dass du damals das Taschentuch nehmen konntest, hast du reingehustet, hast du ausgeschnupft, war das Ding schwarz, dachtest du, ach du großer Gott. Weil die Partikel so groß waren, dass sie sich nicht in diesem Maß in der Lunge abgesetzt haben, weil die Partikel so groß waren, dass sie noch durch die Schleimhäute, dass sie vom Menschen sind, in der Nase, im Rachen, schon fast stecken blieben praktisch. Ja? Und was passiert mit feinen Partikeln? Da ist die Nase sauber, richtig. Aber was wahrscheinlich bis heute keiner gemacht hat, ist mal eine Lunge aufzuschneiden und mal ganz mikroskopisch nachzuschauen, was da alles drin ist von jemandem, der vielleicht sein Leben lang in der Werkstatt mit sowas zu tun hatte. Das könnte fatale Folgen haben, diese Aufdeckung von dem ganzen Krempel. Denn interessanterweise hat ja genau diese Lungenkrankheiten, wo man gesagt hat, da ist jetzt der böse Diesel hauptsächlich dran schuld, wegen dem Ruß, wegen dem Feinstaub, die haben ja keineswegs abgenommen. Komisch, oder? Nun gut, also das, wie gesagt, muss jeder selbst wissen, woran er da glaubt. Ich für mein persönlich, aus meiner Fachkenntnis her, ohne einen Diesel loben zu wollen, ich habe auch viel für ein Otto über und ich habe auch viel für andere Antriebskonzepte über. Aber was ich, wofür ich definitiv nichts über habe, ist, dass man die Fahne in den Wind hängt, entgegen jeglicher Tatsachen, das heißt belegbarer Fakten. Heute stellt sich der wohlbekannte Konzernchef unseres größten Automobilbaukonzerns in die Öffentlichkeit hin und sagt, Bundesregierung, bitte beendet die Subvention für den Dieselkraftstoff, weil wir wollen einmal die deutlich umweltschonenderen Elektrofahrzeuge fördern und der Diesel ist ja auch so böse, ist auch gar nicht mehr zeitgemäß, das muss weg, aber macht das nicht sofort, sondern macht das nur schleichend, solange wir den Diesel noch produzieren, solange wir also noch Profit damit machen, ja. Und damals in den 90er Jahren, können Sie vielleicht nicht mehr so alle dran erinnern, was hat es da geheißen? Liebe Bundesregierung, bitte subventioniert doch den Diesel, weil wir haben erkannt, dass der so viel effizienter ist, dass er so viel nachhaltiger, gab es da wohl das noch nicht, aber so viel umweltbewusster ist, weil er weniger verbraucht, weil er einen höheren Wirkungsgrad hat, müssen wir das der Bevölkerung irgendwo ein bisschen schmackhafter machen, macht die Dieselkosten noch ein bisschen geringer. Ja? Der böse Otto sozusagen. Was ist das Merkmal einer Lüge, wenn jemand natürlich, auch wenn es heute eine andere Person ist, aber es kommt ja aus der gleichen Ecke, ja, die Aussage um 180 Grad dreht, die damals schon nicht korrekt gewesen ist, heute nicht korrekt ist, was haben wir denn? Richtig, nicht die Wahrheit gesagt. Ganz einfach. Aber die Geschichte wurde halt so kommuniziert, ist im Umlauf, ja, parallel, wer mehr zu dem Hintergrund Elektro wissen will, darüber habe ich einen entsprechend
ausführliches Video gemacht, ja. Und dieses andere Thema, mit was ich jetzt als Lüge bezeichne, noch viel essentiellere, noch viel gravierende, viel größere Lüge, weil es jetzt nicht nur irgendwo ein Land oder ein Kontinent, sondern die ganze Welt betrifft. Ja? Das Thema der Abgas, der Abgase grundsätzlich, der Abgasnorm entsprechend aus, spielt keine Rolle. In jedem Fall einem Verbrennermotor, ob ich da jetzt einen Otto oder einen Diesel nehme. Das wird grundsätzlich nicht wahrheitsgemäß behandelt, in jeglicher Hinsicht. Ja? Und weil ich sagte jetzt weltweit, schauen wir uns jetzt beispielsweise Europa an, die jetzt sozusagen ihr Greenwashing betreiben. Das heißt, auf Kosten anderer Länder, wo das Lithium und Co. abgebaut wird, wo wir da die Natur zerstören, versuchen wir uns das Ganze jetzt hier grün zu rechnen mit dem Strom, der so sauber wäre für die E-Mobilität. Ja, das ist auf der einen Seite dieser Bullshit. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, wenn wir über den großen Kontinent zu den Amis gucken, die stecken heutzutage noch Milliarden von Dollar in die Entwicklung von V8-Verbrennermotoren. Ja. Und rechnet das genauso sauber. Und wenn wir da solche krassen Gegensätze haben, dürfen wir hier wieder ein Merkmal der Lüge erkennen. Weil einer von beiden, es sind ja beide Automobilindustrien, ja, beide erzählen irgendwo oder setzen auf unterschiedliche Pferde. Und da fragt man sich dann, ja, wieso, weshalb, warum denn und so weiter. Ja. Es stehen natürlich noch staatliche Förderungen hinter, ja, keine Frage. Zu der Subvention, um das abzuschließen bezüglich der Diesels, dürfte eigentlich klar sein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das sind meine Zuschauer der Abenteuerreportage, wissen es in jedem Fall, dass der Diesel natürlich grundsätzlich eigentlich teurer sein müsste, also der Kraftstoff, ja, weil er natürlich in der Herstellung, schauen wir uns jetzt an, mit dieser ganzen Destillation aus dem Erdöl und wie man die Kraftstoffe gewinnt, das ist auch nochmal ein separates Thema, natürlich aufwendiger zu produzieren ist. Ja. Aber in Deutschland hat man speziell Deutschland. Ja. Auch Umländer haben sich dann natürlich irgendwo angeschlossen, weil der Verkauf der Fahrzeuge ging ja auch andere Länder. Die Subvention war von da aus schon, was soll man sagen, ja, man wollte halt irgendwo etwas fördern, genauso wie man es heute mit Elektrofahrzeugen oder irgendwann mit der Abwrackprämie gemacht hat. Wiefern das Sinn macht für unsere Umwelt, das darf man durchaus in Frage stellen. Aber in jedem Fall macht es Sinn für den Hersteller, keine Frage. Ja. Also das war schon mal so eine schwierige Geschichte. Ja. Was beim Diesel allerdings schwerend noch hinzukommt, war, dass man die Steuern deutlich erhöht hat. Und man hat jetzt auch gesagt, wenn wir die Subventionen weglassen, dann werden wir die Steuern auch senken, damit die Diesellast nicht so groß ist. Ist bei irgendjemand die Steuer gesenkt worden? Also bei mir zumindest nicht. Ich bin immer noch bei 401 Euro. Aber der Dieselkraftstoff ist teurer geworden. Ja? Und zwar nicht im gleichen Vermaß, nicht im gleichen Verhältnis wie der Ottokraftstoff. Ja? Denn heute sind wir natürlich drüber. Keine Frage. Ja? Wir haben also den Zustand jetzt in Deutschland, den wir eigentlich schon immer in anderen Ländern hatten. Ja? Das war USA, Schweden, wo auch immer wieder hinschauen, war in so gut wie fast allen Ländern war der Diesel immer teurer und das war eigentlich auch ganz normal. Wir sind also in Deutschland tatsächlich verwöhnt worden durch diese Nummer, ja, und auf der anderen Seite wurden wir dann aber wieder verarscht, was die Steuern angeht, ja, beziehungsweise in diesem Verhältnis muss man das jetzt sagen. Ja, so, und wo schließt sich denn zu mir der Kreis? Ich habe mich, wie gesagt, für diese entschlossen, aufgrund des geringeren Verbrauchs, wo ich mir gesagt habe, die Steuern sind natürlich teurer, aber bei meiner Laufleistung hat sich das in jedem Fall noch rentiert, keine Frage. Ja. Heutzutage würde ich auf keinen Fall mehr einen Diesel kaufen, bezahlen, wenn ich ihn als Vernunftsauto zumindest benutzen müsste, zu einem täglichen Arbeitsweg. Das würde keinen Sinn mehr machen, denn ich gehe stark davon aus, dass der Dieselkraftstoff noch teurer werden wird, dass die Steuern möglicherweise noch höher gesetzt werden. Man weiß es nicht, was da noch geplant ist, ja, damit man halt, wie gesagt, noch mehr die Elektromobilität fördert. Denn das muss man sagen, der Ottomotor ist praktisch für die Elektromobilität keine wirkliche Konkurrenz. Der Diesel aber sehr wohl. Na, denn er verbraucht weniger Kraftstoff als der Otto, er hält länger, er ist effizienter an der Nutzung. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Abgaswerten, wo ich ja mit eingeschlossen habe. Na, die Werte vom Diesel, es gibt einmal Werte, die sind auf dem Papier vorhanden. Da kann jeder dran glauben, wenn er das irgendwo sieht. Aber wer es ganz genau wissen will, dem empfehle ich einfach, kauft euch einen AU-Tester, ja, lasst ihn entsprechend abnehmen, eichen. Und dann testet er die Fahrzeuge einfach mal durch und dann guckt er, was er rausbekommt für Werte. Und dann könnte er nochmal überlegen, wie viel da dran ist von dem, was da draußen so publiziert wird. Und jeder, der irgendwo in der Werkstatt steht, der auch beim Konzern irgendwo am Schreibtisch sitzt und sich mit der Konstruktion beschäftigt, der weiß, dass ich hier recht habe.
Aber das ist etwas, was definitiv nicht kommuniziert werden möchte, weil es nämlich nicht zu unserer schönen, großen Klimalüge passt, zu diesem Thema. Und mit dem Diesel haben wir zumindest einen richtig schönen Boom angefunden, der, wir erinnern uns daran, richtig schön schwarz ist, richtig schön stinkt. Und was mir gerade noch einfällt, was ich damals in meinem, weil ich auch ein entsprechendes Fahrzeug hatte, als ich Naturschutz studiert habe und mich mit den... das waren, darf man ruhig so sagen, radikale Grüne unterhalten habe. Die haben sich nicht an Fakten gehalten, sondern sie haben ihren Glauben vertreten, ihre Überzeugung. Das darf man ja auch gern machen, aber da kommt praktisch keine sinnvolle Diskussion raus. Ne? Dazu, was in dem Video Dummheit gesagt, wenn ich die Fakten permanent ausblende und nur das glauben will, was ich im Kopf habe, dann kann ich natürlich keine nachhaltig intelligenten, klugen Entscheidungen treffen, logischerweise. Und was habe ich denen empfohlen, die davon überzeugt waren, dass mein Auto schlimmer ist als ihrs? Habe ich gesagt, ganz einfach, ihr kommt bei mir vorbei, ich lade euch alle ein, kriegt da Kaffee und Kuchen kostenlos, und ich hatte damals eine Halle mit Garagen und so weiter, ja, wir haben kleine Garagen, die waren nicht viel größer als ein Auto, ja, waren so alte DDR-Dinger für einen Trabant noch, ne, hat nicht mal ein Wartburg reingepasst. Ich sage, da packen wir das eine Auto rein und da packen wir das andere Auto rein. Das eine ist ein Diesel und das andere ist ein Ottomotor. Da, um diese Diskussion ging es nämlich damals, ne? Und da habe ich gesagt, ihr seid ja alle so, dass da Diesel so böse ist. Ich melde mich jetzt hier freiwillig. Wir werden beide Fahrzeuge parallel gleichzeitig starten. Und in jede Garage setzt sich jemand noch, ob er sich in das Fahrzeug setzt oder draußen hin, spielt gar keine Rolle, noch mit rein, und wir machen die Tür zu. Und ich melde mich persönlich für das Dieselfahrzeug. Ganz einfach, weil ich länger leben wollte, als dass der früher am Autofahrzeug stirbt. Und dürfte man eigentlich auch bekannt sein, wenn sich jemand selbst vergiften möchte, kann man das natürlich mit Kohlenmonoxid machen, aber es läuft auch noch über andere Wege hinaus, genau in diesem abgeschlossenen Raum. Ja, während die Leute, die regelmäßig in der Werkstatt arbeiten, durchaus wissen, dass der Otto-Motor, was das angeht, zumindest deutlich gesundheitsschädlicher ist. Also wenn man das jetzt so ganz banal nimmt, wenn ich mich in diese kleine Garage einschließe, an einem Otto-Motor eher sterbe als an einem Dieselmotor. Und da spielt es gar keine Rolle, was hinten beim Diesel für einen Ruß rauskommt oder nicht, weil das ist nicht das, was tötet. So viel zu diesem Thema der Gesundheitsgefährdung durch einen Dieselmotor. Ja. Und ich weiß, bin mir durchaus bewusst, dass es das ein oder andere Mal, wo ich eben auf meine Abenteuerreportage, wo man gesehen hat, dass er natürlich hier hinten rausgerußt hat. Ja, kein Wunder, aber der Laufleistung kommt da übrigens auch noch dazu, ne? Dass man denn dadurch hier so bekommt. Aber wer nachgedacht hätte, der müsste eigentlich den so geben, die das Ganze vertuschen, verheimlichen, was denn noch viel schlimmer ist. Ich sage ja nicht, dass der hier sauberer ist, aber ich sage auch nicht, dass die anderen sauberer sind. Das ist nämlich der Punkt daran. So viel zu diesem Thema, auch wenn ich es jetzt so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr dazu erzählt, aber ich will doch nicht zu viel davon sagen, weil ich habe schon genug Probleme wegen des Elektrovideos bekommen. Kann man sich vielleicht vorstellen. Und würde ich jetzt das Thema mit der Abgasnorm, Verbrennermotor hier auf den Tisch legen, was wirklich Phase ist, dann bekäme ich wahrscheinlich relativ schnell Besuch zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Gut, also entsinnen wir uns jetzt hier zurück auf unseren wunderschönen 2,5 Liter Turbodieselmotor im Audi, aus dem Audi, Entschuldigung, im Volvo. Und ich war ja gerade bei dem Thema, wir waren noch bei den technischen Daten und Thema Abgase, und es würden noch die technischen Daten, die ich noch habe, zum neben der Schadstoffnorm, wenn wir bei dem Motor gewesen sind, fehlt noch einmal der Anlasser, hat in diesem Fahrzeug 2,2 kW, der Generator, das heißt die Drehstrom-Lichtmaschine, hat hier 120 Ampere, man kann auch so ungefähr sagen 1600, 1700 Watt, wenn sie neu wäre zumindest. Ja. Und die Batterie ist hier eine 450 Ampere bzw. 92 Ampere Stunden drin. Ja. Da habe ich ein bisschen aufgestockt, aber das macht er praktisch auch noch mit. Ja, ja, und dann würde ich jetzt mal noch zu den Betriebsflüssigkeiten in dem Fahrzeug kommen. Ja, da haben wir einmal das Motoröl. Das sind glatte 6 Liter, wenn man jetzt mit Filter macht. Ja. Der Hersteller sagt, alle 15.000 Ölwechsel machen, Kilometer. Ich muss sagen, aufgrund meiner Laufleistung, die ich gefahren bin, und weil ich ja auch nur gutes Öl nehme
Und weil ich den Ölwechsel auch selber mache, ja, mache ich natürlich, habe ich da erhöht auf 30.000. Beziehungsweise ich habe immer so bei Pi mal Daumen 25 gewechselt. 5W30 habe ich genommen und wie gesagt, das lief ohne Probleme. Ja. Ich halte von diesen relativ kurzen Wechselintervallen praktisch überhaupt rein gar nichts. Und wer auf Nummer sicher gehen will, das habe ich zumindest mal an einem anderen Fahrzeug gehabt, habe ich auch einen Zyklonfilter eingebaut gehabt. Ja, also parallel noch zum zweiten Luftfilter haben wir auch noch einen für die Ölpumpe gehabt und ja, was soll man sagen, ne, da kannst du praktisch 50.000 ohne Probleme mitfahren. Ne? Aber gut, das, wir können uns das denken, der Hersteller möchte regelmäßig den Kunden wieder bei sich haben, ja, beziehungsweise die Werkstatt. Dann haben wir Getriebeöl, das ist in diesem Fall 2,1 Liter in diesem 5-Gang Handschalter, ganz Stino 75 W80. Ja. Die Servolenko ist hier ein knapper Liter, ich glaube 0,9, ganz normales Servoöl. Bremsanlage sind 0,6 Liter mit ganz normal DOT-4 Flüssigkeit. Ja, Kühlsystem sind 12,5 Liter. Thermostat öffnet bei 87 Grad Celsius. Die Klimaanlage mit R134A sind 825 Gramm, einmal vollgefüllt zumindest. Der Tankinhalt sind hier 68 Liter. Ja. Im Zusammenhang mit Tank, diese Wechselintervall des Filters müssen, glaube ich, 45.000 sein, sagt der Hersteller. Da habe ich auch nach oben ein bisschen gepokert, weil ich halt öfter fahre und den letzten Müllsprit tanke. Ja. Und dann haben wir die letzte Betriebsflüssigkeit, wäre noch die Scheibenreinigung mit 4,5 Litern. Ja, also für die Kanister vorne drin, ja. Der auch für die Heckscheibe der gleiche ist übrigens. Ja, sind keine zwei, ist nur einer. Jo, wo wir jetzt bei den solche Zahlenwerte sind, kommen wir vielleicht noch zu den deutlich interessanteren Zahlenwerten, nämlich den Fahrwerten. Ja. Volvo gibt hier an, auch wenn ich, da brauche ich jetzt nicht lesen, das weiß ich so, gibt hier an eine Vmax von dem Fahrzeug von ganz humanen 200 Kilometern pro Stunde. Da muss ich sagen, genauso wie sie die, das ist wieder typisches schwedisches Understatement. Ja? Man muss sich die auftragen. Ja? Kann allerdings sagen, zumindest wo ich den Wagen damals neu gekauft hatte, wo er noch gut lief, ja, da ist er tatsächlich 215, 220 gefahren. Ne? Mit, ich meine realistisch, ich meine nicht laut Tacho, sondern wirklich laut GPS-Messung. Ja? Das hat er dann aber auch, nahm dann mit der Zeit langsam irgendwo ab, ja, aber für 250 würde ich, 215 halte ich für eine realistische Geschwindigkeit, wenn der Motor noch nicht zu ausgelutscht ist. Ja? Das kann man noch sagen. Den Kraftstoffverbrauch hatten wir gerade gesehen oder habe ich ja vorgelesen, gibt Volvo hier mit 6,3 Litern an. Ich habe eher so einen aus 500.000 Kilometern, sagen wir mal eine halbe Million, die ich so gefahren bin, habe ich mal so hochgerechnet von allen Dingen, wo es mich noch 5,7, 5,8 Liter. Das ist der Durchschnitt. Wobei mein minimalster Verbrauch bei diesem Motor mal bei 5,1 Litern lag. Und das ist dann allerdings wirklich mit aber zumindest war ich in der Regel unter 6. Deswegen sagte ich, dieses Ding mit dem 6 kommt ja darauf an, wie gesagt, das ist für mich ein Langstreckenfahrzeug. In der Stadt würde ich auf keinen Fall so ein Ding fahren, das macht für mich keinen Sinn, aber dann kann ich die 6,3 natürlich deutlich mehr verstehen. Das entspricht natürlich, also das liegt natürlich am euren Anwendungszweck, ja, je nachdem wofür ihr das einsetzt. Kann man aber durchaus sagen, ist das Fahrzeug für die Leistung, für den Motor und das ist ja das Interessante daran, für die alte Entwicklungsart doch relativ sparsam noch. Das gehe ich so guten Gewissens mit, ja. Die maximale Reichweite, die ich jemals hier gefahren bin mit dem Ding, das sind 1200 Kilometer. Vielleicht waren es 1215 oder sowas. Ja, aber so Pi mal Daumen 1, 2. Und wo ich immer sicher gehen kann, ich komme immer 1000. Das ist eigentlich kein Problem. Und das wissen auch die Zuschauer meiner Abenteuer-Lappland-Reportage. Wir hatten ja einmal richtig leergerüstet, wo ich gesagt habe, oh, 1,5 Liter sind, glaube ich, noch drin, weil der Tank schon ein bisschen verdellt ist. Ja, es passt nicht mehr ganz so viel rein. Ja, sind wir trotzdem auf diese enorme Zahl gekommen. Und damit ist das eigentlich ein klassischer Langstreckenaffe. Ja, den kannst du bürsten, den kannst du schrubben, da kannst du zweimal tanken und da bist du am Polarkreis. Ja, wo geht das schon? Ja, also von daher, das ist eine Top-Sache. Und der Ölverbrauch ist eigentlich, was das angeht, tja, kann ich eigentlich gar nicht mehr messen. Aber wenn ich meine Ölwechselintervalle mir so anschaue, dann kann ich, je nachdem, was ich gefahren bin damals, fast schon sagen, dass ich von einem zum nächsten Wechselintervall gar nichts nachkippen musste. Damals, wie gesagt, dann verschleißt natürlich Motor, Kolbenringe, Zylinderlaufbahn immer mehr, keine Frage. Und dann bin ich im Endeffekt auf ungefähr 1 Liter auf vielleicht 10.000 Kilometer gekommen. Bei einem deutlich verschlissigeren Motor.
Und das ist, finde ich, kann sich ebenso gut sehen lassen. Ist kein Problem. Ja. Letzter Wert zur Fahrwerten würde ich jetzt mal als Anhängerkupplung TD, also dazu noch sagen, hatte eine Anhängelast von gebremst 1,6 Kilogramm. Das ist ja das, was der Fahrzeugbesitzer ja nachgerüstet hat. Die abnehmbare Anhängerkupplung und ungebremst sind es 500 Kilogramm. Das ist eigentlich auch so ein Standard für so eine Mittelklasse-Limousine, nichts Herausragendes. Ich persönlich muss sagen, auch wenn der Motor das mitmacht, wir haben mit dem Ding auch schon einen Pkw gezogen, der genauso schwer gewesen ist wie er hier selbst. Das geht, aber wie gesagt, für solche regelmäßigen Zugsachen würde ich persönlich keinen Fronttriebler nehmen. Egal wie viel Leistung der hat, egal was er für einen Motor hat, es ist einfach nicht der passige Antrieb, aber das muss jeder selber wissen. Ja, er kann was ziehen, ja, und die Werte entsprechen dem Durchschnitt. Ja, ich gehe nicht, ne? Ja, ihr seht, Eli mag das Auto in jedem Fall auch. Ja. Ist er ja praktisch auch drin groß geworden, wenn man das so sagen kann. Also zumindest eines davon. Ne? Jo, und dann bin ich jetzt zumindest mit den Daten, Werten, Konstruktionssachen und so weiter durch und würde jetzt zu dem vielleicht für den einen oder anderen, wie ich gesagt habe, ganz interessanten Teil kommen, was so die Erfahrung angeht, das heißt die positiven als auch negativen Punkte zu diesem Modell erwähnen, aus meiner entsprechenden Erfahrung der letzten 10 Jahre, / 500.000 Kilometer. Ja. Beginnen wir mal mit den Schwachstellen. Ja. Ich würde die so aufzählen, wie es für mich Priorität hat, im Sinne von Kosten und gravierender Störgröße, was die Reparatur angeht, also wie schwerwiegend das ist. Also die Reihenfolge mag jetzt für jeden anders, kann jeder eine andere geben, aber so wie das für mich halt am relevantesten ist, so würde ich das mal aufzählen jetzt. Ja? Gut, beginnen wir. Ja, ist ein bisschen was. Punkt Nummer 1 ist, glaube ich, genau das, würde ich jetzt mal mit anfangen, weswegen wir jetzt hier sitzen. Der eine oder andere hat vielleicht schon darauf gewartet. Ja. Es gibt ja einen Grund, warum ich das Kennzeichen hier habe, warum ich dieses Abschleppseil in die Kamera gehalten habe, warum diese Ventile hier liegen und so weiter und so fort. Ja, was soll ich sagen? Wir sitzen jetzt hier drin und das ist eigentlich alles, was wir auch noch machen können mit dem Fahrzeug. Ja. Motorschaden. Das ist das, wo ich in diesem einen Video mal gesagt hatte, dass es mir nicht so besonders rosig geht und so weiter. Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich dazu noch mal etwas sagen werde und in diesem Zusammenhang mache ich das jetzt hier. Das war der Grund für ihn, für wen, der sich da gefragt hat. Ich finde es, für mich hat ein Auto immer, weil ich mich auch sehr damit intensiv beschäftige, weil ich zu Dingen eine Bindung aufbaue. Und wenn ich etwas zu schätzen weiß, dann in jedem Fall Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Und das ist etwas, was uns dieses Fahrzeug immer grundsätzlich entgegengebracht hat. Und von daher ist dieser Verlust, ich habe schon eine ganze Menge Autos verloren in meinem Leben, ja, keine Frage, auf die verschiedensten Arten und Weisen, ja. Aber ist dieser Verlust doch am gravierendsten, ja. Wie ist das Ganze passiert? Oder ich nenne mal, wenn ich jetzt an diese Liste der Schwachstellen denke, den Punkt, wodurch ist es passiert? Ein Schwachpunkt für mich hat dieser Motor im Sinne seines Antriebes, das heißt des Zahnriemens. Grundsätzlich bin ich kein Riesenfan von Zahnriemen. Ja. Ich mag Steuerketten, ich mag Stirnräder, ja, Königswellen. Aber das findest du natürlich nicht mehr heutzutage, zumindest nicht das, was die Automobilindustrie als Personenkraftwagen verkauft, weil es muss schön billig sein und wir müssen den Kunden regelmäßig auch wieder an Wechselintervalle binden und so weiter. Ja. Und daher wurde dann der Zahnriemen eines Stars mehr erfunden. Und das bedingt natürlich, dass man den regelmäßig wechselt, kontrolliert und so weiter. Bis dato ganz normal. Jetzt haben wir hier allerdings das Problem bei diesem Motor ganz spezifisch, dass die Anbauteile, die zum Zahnriemen dazugehören, und das ist in diesem Fall die Wasserpumpe als auch die Spannrolle, nicht so sind, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hätte. Um nicht zu sagen, die Wasserpumpe hatte sehr oft... es ist von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich. Der Hersteller hat immer verschiedene...
Ausbaustufen gewählt oder hat was verbessert oder neuere Sachen auf den Markt gebracht und so weiter. Von daher ist es jetzt schwierig, man müsste gucken, die und die Teilenummer, die zu diesem Zeitpunkt gebaut wurden und so weiter. Ja, soweit wollen wir nicht ins Detail gehen, deswegen mache ich hier den allgemeinen Abriss. Ist die Wasserpumpe nicht gerade überdimensioniert, ja, um nicht zu sagen, da hätte eine bessere reingekonnt. Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 ist die Spannrolle, die nur einen relativ geringen Nachstellbereich hat. Spannrolle, wer das weiß, wenn ich einen Zahnriemenwechsel mache, dann spanne ich die Spannrolle vor und dann hat sie einen automatischen Nachstellbereich. Das ist das, was die Spannrolle denn ausgleicht durch die ganz normale Längung eines Zahnriemens. Die Längung eines Zahnriemens tritt natürlich im Laufe der Nutzung auf. Ja, also wenn ich einen Zahnriemen habe, der 100.000 Kilometer laufen lässt, ist es ja in jedem Fall vom Durchmesser ausgelutschter als ein nagelneuer. Das ist bis dato ganz normal, das gleicht die Spannrolle aus. So, nun hat diese Spannrolle in diesem Motor oder auch hauptsächlich in dieser 5-Zylinder-Diesel-Kategorie aus dem Volkswagen-Konzern, das gilt für mehrere, leider nur einen relativ geringen Ausgleichsspielraum und diesen muss man dann sozusagen korrigieren, dass man die Spannrolle nachstellt. Und da gibt es auch ein sogenanntes Service-Intervall, wo man sagt, so alle 30, aber spätestens alle 60.000 solltest du die Spannrolle mal kontrollieren, obwohl eigentlich das Wechselintervall möglicherweise bei 120.000 ist. Ein oder andere 90, gibt verschiedene Werte und es ist auch ein Erfahrungswert. Das ist, für mich war es auch immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, da kann ich das Wechselintervall ausreizen. Bei dem Motor gehe ich lieber auf Nummer sicher, da wechsle ich lieber eher. Versteht ihr? Aufgrund der Komponenten und so weiter. Nun ja, in diesem Fall ist es so, dass ich aufgrund meiner Beschäftigung, wenn ich das so sagen darf, dass ich so viel um die Ohren hatte, ich es tatsächlich im letzten Jahr versäumt habe. Es hätte irgendwie Anfang letzten oder Ende vorletzten Jahres sein sollen, war die Laufleistung nicht des Zahnriemens drüber. Also das Wechselintervall waren wir noch nicht drüber. Aber ich war über diese ominösen 60.000 deutlich drüber, wo ich mal hätte geguckt. Und das Gucken ist allerdings nicht so, dass du sagst, Motorhaube auf und ja, alles klar, sondern du musst natürlich ein bisschen was frei bauen. Und eigentlich baust du so viel frei, dass du schon fast einen Zahnriemenwechsel machen kannst, wenn du es mal so nimmst. Ja? Und gerade beim Fünfzylinder ist hier der Nachteil, das kann man sich vorstellen, wenn so ein langes, breites Ding quer eingebaut ist, da nicht besonders viel Platz ist. Ja? Und das war der Punkt, warum man sich natürlich scheut. Und dann kam hinzu, ah, keine Zeit, machst du dann, schiebst du auf. Wusste ich die ganze Zeit. Und hinzu kam auch noch, das ist auch noch ein Ding, was nicht ganz unwichtig ist, was ich gesagt hatte auf meiner Abenteuerreportage, das eine oder andere Mal, ich habe es nicht groß an die Glocke gehangen, aber ich habe gesagt, ihr wollt gar nicht wissen, was das Auto sonst noch für ein Problem hat, beziehungsweise was damit eigentlich los ist, weil ich alte Keim irgendwo Angst bereiten wollte und ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt hier irgendwie ganz bewusst einen auf Panik mache. Wisst ihr, wie ich meine? So, oh, da wird jetzt hier uns. Also habe ich es für mich behalten. Tatsächlich hat der Wagen seit über 100.000 eine kaputte Zylinderkopfdichtung. Seit über 100.000 Kilometern. Das heißt, er hat schon ein bisschen mehr Wasser und Öl verbraucht. Na, daher bin ich die letzten 2 Jahre, also es hatte sich schon angekündigt langsam, auch nicht mehr schneller als 110, 120 km/h gefahren. Das war meine V-Max. Ich bin die letzten 2 Jahre nicht mehr schneller gefahren. Na, natürlich im Vorteil kann man auf der Autobahn nicht mehr geblitzt werden. Ja? Also aus einer Baustelle. Ja. Ja, das wusste ich. Also, und ich wusste, dass der Zahn, dass der Kopf sozusagen hätte runtergemusst für die Kopfdichtung. In diesem Zusammenhang hätte ich den Zahnriemen gemacht. Ich wusste allerdings auch, dass bei dieser Laufleistung, das kam nämlich auch noch hinzu, die Einspritzdüsen bereits nachgetropft haben. Also, dann merkst du denn hinten an dem Rauch und so weiter, hast du denn auch gerochen. Das heißt, die hätten auch neu ersetzt werden müssen, mindestens abgedrückt, gereinigt und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das nächste Mal an diesen Motor gegangen wäre, hätte man ein Komplettprogramm machen müssen. Und dieses Komplettprogramm ist praktisch ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre das gewesen. Es wäre nicht bei einem Teil geblieben, sondern ich wusste ja am besten, was ich dazu alles brauche. Und das übertraf bei weitem den Wert des Fahrzeugs. Allein die reinen Materialkosten, die ich hätte benutzen, in die Hand nehmen müssen, um den Motor wieder fit zu machen, allein diese Materialkosten wären über 1.500 Euro gewesen. Nur das Material. Wie gesagt, ich mache es selber. In der Werkstatt, wisst ihr, da kommt die gleiche Zahl nochmal als Arbeitslohn oben drauf. Ja. Und dann sagst du,
Schrott, bringt nichts. Naja, also fährst du so lange weiter, ja, wie es geht. Und der Schwede hat uns ja auch immer, also wirklich, was das angeht, sehr treu begleitet. Obwohl er schon so krank war, das darf man echt sagen. Und das ist das Schlimme daran, was ich so dramatisch fand halt. Ne? Er war so kaputt, er hatte so viele Probleme, was den Motor angeht. Und dennoch hat er uns zweimal heil durch Lappland gebracht. Ne? Das sind 15.000 Kilometer gewesen und das mit einigen Leerlaufphasen, die sehr, sehr schädlich für den Motor waren. Deswegen hatte ich das auch vor Ort erwähnt, wo ich gesagt habe, Leerlauf geht nicht mehr. Deswegen haben wir gefroren, drin im Auto gesessen, ja, konnten keine Heizung machen und so weiter. Ja, also ich wusste, dass er todsterbenskrank ist. Ich habe eigentlich nur auf den Tag gewartet, wo er den Arsch hochreißt. Das darf man so sagen. Und die Kontrolle des Zahnriemens habe ich praktisch aufgrund der Produkte, die ich hier gemacht habe, was ich alles in den Ohren hatte, habe ich dann aufgeschoben und mir gesagt, bringt sowieso nichts mehr irgendwie, weil auch so viel dran ist, wisst ihr. Und naja, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jetzt irgendwann etwas passiert. Und das ist es denn auch. Das ist es denn auch und nicht, wie man jetzt denkt, irgendwie bei 200 auf der Autobahn, linke Spur, Vollgas, Zahnriemen gerissen, so der Klassiker. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin ganz entspannt, wollte ich mit Eli zur Post fahren, ins Dorf, in eine Stadt, aber ein riesengroßes Paket wegbringen mussten, was ich nicht sauschwer und saugroß gewesen ist, was ich nicht ins Fahrrad, aufs Fahrrad, auf den Rucksack bekommen habe. Ja. War gerade Ortseinfahrt, ich hatte vielleicht 60 km/h drauf, schon ganz langsam ausgerollt. Auf der Landstraße fahre ich grundsätzlich nur noch 70. Ja. Also ich war locker, fünfte Gang im Ausrollen sozusagen und dann, bupp, ging der Motor aus. In diesem Moment, wo der Motor ausging, wusste ich eigentlich sofort, was los war. Ich kenne ja meinen Jungen, ich kenne ihn ja. Ja. Und da war mir klar, der Tank ist nicht leer, der Luftfilter ist nicht zu, Kraftstoffpumpe, unwahrscheinlich, dass sie plötzlich so kaputt geht. Da wusste ich eigentlich, peng. Ne? Und genau das hatte sich dann auch bewahrheitet. Ich habe den Motorhaber aufgemacht und dann hast du es praktisch schon gesehen, das Nockenwellenrad hat schon rausgestanden. Das heißt, die Nockenwelle hat sich schon rausgeschoben aus dem Zylinderkopf und da war mir klar, Nockenwelle mehrfach gebrochen durch natürlich Ventil aufgesetzt, Tassenschlüssel, hatten wir erwähnt, ja, und Zahnriemen. Zahnriemen hing daneben, ist übergesprungen. Ja. Mehr brauchte ich dann eigentlich gar nicht befunden, weil für mich war dann ebenfalls schon klar, wie gesagt, Ventile krumm. Und das ist der große Nachteil, um hier mal diesen Punkt dieses Motors zu nehmen, um mal wieder so ein bisschen von der emotionalen Geschichte runterzukommen, bei den Fakten zu bleiben. Es ist kein Freiläufer. Ne? Wer das schon mal gehört hat, Freiläufer ist, wenn das Ventil, Ventil bewegt sich, Kolben bewegt sich, ja, und stößt hier ganz kurz oben drauf. So. Bei einem Freiläufer ist die Nummer so gemacht, dass sich die beiden Sachen nicht in die Quere kommen können, wenn die Verbindung, in diesem Fall der Zahnriemen, reißt oder überspringt, dass immer noch genug Luft vorhanden ist, ja, zum Beispiel ist eine Möglichkeit, dass sozusagen nichts kaputt gehen kann. Es reißt dann praktisch der Zahnriemen, aber es mehr auch passiert auch nicht. Dieser Motor ist kein Freiläufer. Das heißt, wenn der Antrieb sich verabschiedet, dann dreht sich natürlich logischerweise sofort der Kolben ja weiter, weil wir sind ja, ich hatte ja den Gang drin logischerweise während der Fahrt, ja, ist ja nicht ausgekuppelt, beziehungsweise ist ja auch egal, er rollt ja im Prinzip noch, ja. Das heißt, der Kolben bewegt sich weiter, aber das Ventil bleibt in diesem Moment natürlich stehen. Bam! Ja. Und was haben wir denn? Sowas. Ja. Ein krummes Ventil. Und nicht nur ein krummes Ventil, und das ist das Fatale bei diesem Motor, so geil er auch ist, ist das, man hat nie alles zusammen. Ja? Überall, wo Sonne ist, ist auch ordentlich Schatten. Und der Schatten ist in diesem Fall, dass nicht nur das Ventil krumm wird, sondern auch, dass die Nockenwelle, die oben liegt, mehrfach gebrochen wird. Dadurch, dass das Ventil richtig einbekommt, den Stoß nach oben weitergeht, der Tassenstößel dermaßen fest zusammengedrückt wird, dass auch das nicht mehr reicht. Die Energie muss weiter nach oben gehen. Was nächstes ist da oben? Die Nockenwelle. Bam! Gebrochen. Und nicht nur einmal, sondern in diesem Fall, ich glaube, drei oder viermal gebrochen auf der kompletten Längsseite.
Und wenn du das siehst, brauchst du eigentlich, ich hab den Motor seitdem gar nicht aufgemacht, weil ich habe hier solche Sachen schon mehrfach gesehen. Ich weiß, wie es dann innen aussieht. Ja, ist sozusagen Schrott. Das heißt, die Nockenwelle ist kaputt, die Ventile sind für den Arsch, der Zylinderkopf war vorher sowieso schon nicht klar, durch die Kopfdichtung hätte schon mindestens geplant sein werden müssen. Die Kolbenringe haben ordentlich einen abbekommen, wenn den Ventilen, wenn sie, könnte sein, dass sie nur heile sind, aber sie könnten Mikrorisse haben, die sich dann erst später beim nächsten Zusammenbau wieder ergeben. In jedem Fall, durch den erhöhten Ölverbrauch der 3,25 Millionen Kilometer, haben sich natürlich auch schon entsprechende Riefen an den Zylinderwänden gebildet. Die Kolbenringe dürfen verschlissen worden sein, die Ventile haben nicht mehr das entsprechende Sitz, Spieldichten nicht mehr ab, kommt Diesel daneben, lange Rede, kurzer Sinn, dass der Motor hat so lange gemacht, wie es eigentlich nur ging. Er wäre noch weiter gelaufen mit diesem, in diesem Zustand, wo wir auch nach Lappland gefahren sind, er hätte noch weiter gemacht, aber jetzt irgendwann wäre ja irgendwas passiert. Na, und jetzt ist nun mal leider das passiert, wofür eigentlich der Schwede nichts kann und wofür eigentlich auch der Motor in dem Sinne nichts kann, sondern was schuld ist an dieser ganzen Sache. Also erstmal ich hätte nach 60.000 tatsächlich gucken sollen und hätte gesehen, oh, warte mal, Spannrolle musste nochmal nachspannen. Ja, das, also ich bin schuld. Aber ursächlich schuld ist praktisch das Bauteil. Das heißt, die minderwertige Spannrolle, die schlecht konstruierte Zahnriemenspannung, das ist eigentlich der, und vor allen Dingen schlimm, wenn man das schon weiß. Ja, was soll ich sagen? Aber ich habe es jetzt, glaube ich, erklärt, ja, dass dem Patienten auch nicht mehr geholfen wäre, großartig. Ich hätte es noch ein bisschen rauszögern können. Und das ist ja, wo man sagt, immer noch, ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Aber es wäre sowieso passiert, es wäre sowieso passiert. Ja, das muss man dazu sagen. Und von daher habe ich das genossen. Ich fand es echt gut vom Schweden, dass er uns nie im Stich gelassen hat. Ja, dass er uns nach Lappland gebracht hat. Stell mir vor, das wäre unterwegs in Lappland passiert. Es ist ja nur wenig später hier zu Hause passiert. Ne? Wir sind ja praktisch gerade letztes Jahr angekommen wieder, im November hier gewesen, Anfang. Und danach bin ich gar nicht mehr groß gefahren. Also keine vielen Strecken, sondern ich habe noch, ich glaube, 4 oder 5 richtig weite gemacht in Deutschland. Ja, das waren so eine 1.000, 1.500 Touren, wo ich auch wieder nur ganz langsam Autobahn mit 100 km/h und so weiter lang hin. Das hat er auch noch mitgemacht. Ja, aber dann, aber irgendwann war es ihm zu viel. Tja, und die Abschleppnummer, ja, die kannst du eigentlich auch keiner erzählen, weil das war ja das Schlimme. Der Fang, ich habe auch nach Lappland nicht mehr sauber gemacht jetzt, ja, ist noch genauso dreckig. Ich habe alles ausgeräumt und wollte dann einmal Grundreinigung machen. Und Grundreinigung mache ich relativ rabiat sozusagen. Also kannst du sagen, mit dem Gartenschlauch eigentlich alles ausgespritzt, ja. Und das habe ich nicht gemacht. Und also ich habe alles ausgeräumt und damit fehlten die wichtigsten Sachen von der Tuba. Und ich hatte bloß noch ein Notseil mit. Damit rechnest du ja nicht hier vor der Haustür. Ja. Naja, das haben wir dreimal unterwegs. Das Ding war eigentlich mal länger gewesen. Ja, haben wir schon dreimal zusammengebunden. Es ist jedes Mal wieder gerissen. Ich musste es ja nicht weit abschicken, wie es ist ja nicht besonders weit gewesen. Kann ich euch aber sagen, die Nummer war sehr abenteuerlich und hätte wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht. Denn der Abstand zu meinem Vordermann waren vielleicht maximal noch durch die kurze Seillänge höchstens 1,30 Meter, 1,40 Meter maximal. Und das im Dunkeln, im Starkregen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Kumpel vorne hat natürlich. Er hat mir sicher vertraut, ja, wirst ja, dass wir nicht auf den Kopf gefallen sind. Wir sind ja beide aus dem gleichen Fach. Ja. Und wir haben auch schon einiges durch, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein super. Lädt eigentlich schon ein, dem Vordermann hinten rein zu brummen. Ja. Wenn du so ein Fahrzeug abschleppst unter diesen Umständen. Soll also jetzt kein, ich sage das der Vollständigkeit halber, weil auch der letzte Abgang nochmal ein richtiges Abenteuer gewesen ist. Ja, aber immer dran denken, achtet drauf, Abschleppseil sollte lang genug sein, sollte in einem technisch vernünftigen Zustand sein. Und vorher, das muss ich dazu sagen, hatte ich ein vernünftiges langes Stahlseil drin, wie ich es auch noch damals im Offroader hatte. Ja, und da wäre alles super gewesen. Ja, was ist das? Gut. Ja, also so viel dann nochmal zu der Geschichte jetzt, wie das Ganze, was passiert ist, warum ich jetzt hier das Review mache, auch wenn ich schon 2-3 Mal gefragt worden bin, unabhängig davon jetzt, vorher übrigens schon, ne?
Habe ich jetzt noch mal kurz den Hergang erklärt, wie das Ganze zusammenhängt. Und wir waren ja bei dem Punkt Schwachstellen. Ja, nochmal dran denken. Das war ja der für mich ausschlaggebende, so gut der Motor auch ist, wie gesagt, dran denken in diesem Fall, Thema Zahnriemen. Zahnriemenspannung ist in jedem Fall etwas, was man hier sehr stark beachten sollte, nie aus dem Auge verlieren darf. Und ja, wenn man kein technisches Fachwissen, Erfahrung, Bastel oder was auch immer ist und sowas abgibt für die Werkstatt, dann sollte man diese Termine in jedem Fall einhalten. In diesem Fall ist es allerdings leider so, dass dies kein fester Termin ist, der, bin ich der Meinung, bei Volvo angegeben ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Volvo darüber ob. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen, denn ich weiß ja, dass das auch bei Volkswagen so ein bisschen eher versteckt wird, weil da müsste man natürlich zugeben, dass man irgendwo mistige Komponenten verbaut hat, etwas nicht ganz gut berechnet hat, ja, in diesem, auch wenn es jetzt von Audi kommt, aber es ist der gleiche Konzern. Und das wird jetzt nicht riesengroß an die Glocke gehängt. Ich weiß, dass wir damals einige Fälle hatten, wo auf Kulanz noch der ein oder andere Motor, wenn er nicht so viel Laufleistung hatte, ich glaube, der durfte 100.000 oder so nur haben und nur in den ersten 5 Jahren irgendwie, dann wurde aufgrund eines Zahnriemenschips möglicherweise, es hatte nicht oft gehabt, ja, also es waren schwierige Sachen, wisst ihr, wie das ist mit Kulanz und Garantie, dann, ja, da wurde denn der Schaden teilweise übernommen, ja, wäre in diesem Fall ja gar nicht mehr und das wollte ich ja so sagen, ich denke, dass dieses Thema nicht so bekannt ist. Und das müsste man sich also zusätzlich noch mal irgendwo ins Serviceheft groß oder in Terminkalender einschreiben, wo man sagt, okay, warte mal, Zahnriemen kann ich jetzt so und so viele Tausend drin lassen, aber ich muss vorher trotzdem mal die Spannung kontrollieren. Ja. Das ist so ein Ding wie damals Ventilspiel einstellen zum Beispiel. Ja. Das war ja auch so regulär zwischendurch, wo man sagt, ach, lass mal, braucht man nicht irgendwie unbedingt. Ja. Oder Vergaser nochmal CO-Schraube drehen und so, wisst ihr? Ja. Aber es gibt Dinge, die sollte man in jedem Fall machen und das gehört dazu. Das sollte man wissen. Ja. Gut, weil es halt kein Freiläufer ist. Gut, das ist also der größte. In meinen Augen habe ich es jetzt ganz vorne gelegt, weil es ja für mich die gravierendsten Folgen hatte jetzt, ja? Um nicht zu sagen, zum Exitus des Fahrzeugs führte. Dann haben wir, wo wir beim Motor bleiben, haben wir den Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle. Ja? Die große Riemenscheibe sozusagen, die angetrieben wird, die schlägt ganz gern mal aus. Um nicht zu sagen, das Gummi, die ist gummigelagert, deswegen heißt das Schwingungsdämpfer, damit er die Schwingung ein bisschen dämpft. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen geschuldet dem unruhigen Fünfzylinderlauf. Da verschleißt sowas natürlich noch viel schneller. Ja. Wenn ich einen schlechten Motorlauf habe, dann sind alle anderen Teile natürlich höher beansprucht. Im Leerlauf meine ich wohlgemerkt. Ne? Und das ist auch so ein Ding, die ist auch, da stecke ich nicht drin, weil das nicht meine Komponente ist. Ich weiß, dass das Originalteil müsste ungefähr so damals knappe 200 Euro gekostet haben, Pi mal Daumen. Volvo legt dann übrigens nochmal einen drauf, wenn du das bei Volvo kaufst, auch wenn es ein Volkswagen-Teil ist. Ja. Und ich habe Zubehörteile gekauft, weil die Zubehörteile praktisch der gleiche Hersteller sind wie das Originalteil. Ja, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, deswegen nenne ich nicht den Namen. Und am Ende gab es auch nur noch eine. Ich habe bei mir auf dem Schrotthaufen, glaube ich, noch 3 so eine Dinger zu liegen. Von den letzten 300.000 Kilometern. Ja, so Pi mal Daumen. Und kann euch ungefähr sagen, alle 100.000 kannst du einen Schwingungsdämpfer einplanen. Ja, mit, weiß ich nicht, sagt mal 100 Euro. Pi mal Daumen, wenn du ihn irgendwo günstig bekommt. Ja, ist nicht groß zu, ist kein Riesending, das jetzt zu ersetzen. Ja, also Schlagschrauber, die Zentralschrauben da raus, Riemen runter, zack, drauf und die Sache ist wieder gut. Ja, also dazu muss kein großer Zahnriemen ausgebaut werden. Aber es kündigt sich dadurch an, wenn ihr fahrt und ihr habt irgendwo einen Schlagen, mehr von der rechten Motorseite kommen, Beifahrerseite irgendwie einen unruhigen Lauf, für Leute, die mit Klimaanlage fahren zum Beispiel, ihr schaltet einen zusätzlichen Verbraucher ein oder habt mehr Licht dann plötzlich an oder was auch immer, dann wird es noch gravierender, also dann merkt ihr den Unterschied stärker und so weiter. Ja. Das ist also so ein Ding, wo ich mir sage, ich kenne Motoren, da halten so eine Schwingungsdämpfer bzw. die Kurbelwellenriemenscheiben praktisch ein Leben lang. Ja. Und hier habe ich praktisch auf alle 100.000 eine verschlissen. Ja. Das ist große, schwere Ding halt. Ja. Gut, dann ist ein Mangel, den ich hier in jedem Fall mit am gravierendsten halte, was für nicht für die Motor angeht. Und zwar hatte ich anfangs schon gesagt, komme ich später drauf, die Handbremse. Und das betrifft eigentlich alle Fahrzeuge, die ihre Handbremswirkung auf eine
in der Scheibe liegende Trommel haben. Das heißt also, die Bremsscheibe, ja, bildet mit ihrem Teller, also das ist die Scheibe und dann habt ihr da den Teller, bildet innen liegend sozusagen die Trommel für die Reibbremsbeläge. Und das ist eine Konstruktion. Ich verstehe den Hintergrund, warum man das gemacht hat. Ja? Aber es ist keine glückliche Konstruktion, was die Haltbarkeit angeht. Ja? Grundsätzlich, also es gibt nämlich auch Hersteller, die setzen auf die hintere Scheibe für die Handbremse auch über den Handbremssattel. Das heißt also, da ist die Handbremse, wirkt auf die Scheibe direkt, ja? Also auf die Scheibenbremse. Das ist allerdings auch keine besonders glückliche Variante, deswegen wäre auch die andere kompliziertere macht, die ja vom Sinn eigentlich auch besser ist, weil eine Trommelbremse immer besser ist als eine Scheibe für die Feststellbremse. Sie ist einfach zuverlässiger. Ja? Aber das bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Ja? Und in diesem Fall ist der größte Nachteil an diesem Fahrzeug, darf ich das so sagen, ich fahre bereits seit mehreren Jahren ohne Handbremse. Ich habe beim ersten Mal bereits, wo das erste Mal auftritt, das Ganze noch nachgestellt. Dann habe ich die Seile gefettet, ganzen Sachen gängig gemacht irgendwo in der Bremse hinten, in den Trommeln und so weiter, also in den Scheiben. Hat alles nichts gebracht. Dann habe ich einmal komplettes Handbremsseil ausgetauscht. Das sind in dem Fall, wenn ich mich recht entsinne, waren es zwei Stücken, ein langes und ein kurzes, was hier in der Mitte unten irgendwo abzweigt. Die eine Seite geht nach da, die andere nach da, so Pi mal Daumen. Das hat es aber auch nicht gebracht und so weiter. Man hätte tatsächlich, um wieder eine 100% Funktion herstellen zu wollen, hätte man die komplette Bremsanlage ersetzt. Die komplette Bremsanlage. Das heißt, nicht nur das Handbremsseil, wo man denkt, oh, das geht erstmal, das hält nur kurzzeitig. Also bei mir hat es nur kurzzeitig gehalten und das Gleiche kenne ich aus einem anderen Fahrzeug auch. Deutsches Fahrzeug. Ja. War genau das Gleiche. Hat nur kurzzeitig. Du hättest eigentlich die komplette Hinterachsaufhängung ersetzen müssen. Das wäre Wahnsinn. Also nicht nur die Scheiben, nicht nur die Sättel, nicht nur die Narbe, sondern alles, wo das durchgeführt wird. Also brauchst du eine neue Hinterachse, kannst du sagen. Ja? Dann wäre das Problem behoben gewesen. Also zumindest für die nächsten 250.000 Kilometer, ja? Bis es dann wieder auftritt. Also die Handbremse, und das ist, glaube ich, auch so ein TÜV-Mangel, ist ja allgemein bekannt. Wenn du die ziehst jetzt hier, passiert nichts mehr. Ja? Und das, wie gesagt, schon seit über 3 Jahren. Gut, was mich auch noch besonders genervt hat, der Fahrersitz. Ja, das hatte ich euch gezeigt in dem ersten Teil meiner Abenteuerreportage, ne, wo ich ja, weil ihr seht ja jetzt nicht, die Kamera steht hier, ne, aber es ist ringsrum alles mit Panzertape verklebt. Ja. Ich habe dieses Klebeband so ungefähr, kannst du sagen, zu jedem Ölwechsel muss ich es ersetzen. Ja. Weil das Auto hält natürlich entsprechend lange, aber die Sitze haben sich durchgesessen ohne Ende. Ist hier in dem Fall ein Teilleder und praktisch sind alle Nähte zwischen Stoff und Teilleder sind aufgegangen. Also das ist aufgerissen und dann das Leder selbst, obwohl ich es gepflegt habe. Das hat damit aber nichts zu tun, weil in dem Fall natürlich hier, kann ich nicht mehr sagen, was für eine Qualität das ist jetzt hier irgendwo. Hier sieht es natürlich jetzt irgendwo gut aus, ja, aber unten. Und der Stoff hat sich dann natürlich auch durchgeschubbelt. Das ist dann halt irgendwann der Laufleistung geschuldet, natürlich. Ja. Aber der Sitz war halt durch vom Bezug und vom Polster auch. Und deswegen hatte ich auch immer zum Schluss denn hier noch mein Rückenkissen drin. Das ist hier so ein auffällig muchtig, seht ihr schon, ja. Damit ich mir die Lendenwirbelsäule nicht kaputt sitze, weil praktisch keine Rückenunterstützung mehr gegeben gewesen ist. Ja. Betraf jetzt den Fahrersitz. Beifahrer wäre noch gut gewesen, kannst du ja aber leider nicht quertauschen. Funktioniert ja wegen den Airbags nicht, ja. Jo, was haben wir denn? Die Servopumpe, wenn wir wieder zum Motor übergehen, geht entweder fest oder wird undicht. Und ich habe in diesem Laufe 2 Servopumpen verrappelt auf 500.000 Kilometern. Das ist, naja, ich will jetzt nicht extrem schlecht, aber es ist auch nicht gut. Ah, das geht auch weniger. Also wie gesagt, ja, Fahrzeuge, die haben 400.000 gehalten und da ist mit einer Pumpe. Ja, ich sozusagen 2 auf 500 und die läuft jetzt immer noch. Also die Pumpe ist noch, weil die noch gar nicht so alt ist, ist jetzt nämlich die dritte drin. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist so ein nerviges Ding, weil wenn die undicht wird, dann sifft die auf die darunterliegende Lichtmaschine und dann geht die Lichtmaschine kaputt. Auch wieder fatal. Und die Lichtmaschine, also Drehstromgenerator, habe ich auch einmal ersetzt und genau durch die Servopumpe.
Na, das war der Punkt. Ich dachte mir, Lichtmaschine, wieso? Aber hast du doch eigentlich noch, die Kohlen sind nicht runter, habe ich nachgeprüft. Da habe ich aber gesehen, es ist über sehr, sehr viel längere Zeit ist immer leicht Öl reingetropft. Und das hat die Lichtmaschine natürlich übel genommen. Ne? Das ist so ein Folgeding gewesen. Ja, und dann haben wir auch noch einen Fall, das habt der ein oder andere vielleicht auf der Abenteuerreportage mitbekommen. Ja, Fahrertür. Das Türfangband ist ausgeschlagen. Ne? Erst macht sich's dadurch bemerkbar, dass es so leicht klappert, dass ihr Spiel habt und dann geht das Ding irgendwann fest. Ja, und ich, die Tür war offen, ja. Das Ding war plötzlich fest. Da dachte ich mir, was ist denn da? Und bah! Reißt es raus, ja, und dann war es wieder locker. Und dann beim nächsten Mal bewegst du die Tür wieder, zack, ist es komplett aus dem Blech ausgerissen. Das Türfangband ist. Fangband ist mit der Halterung in dem Splint komplett aus dem Blech ausgerissen. Das heißt, die Tür war kaputt. Ja, da ging praktisch gar nichts mehr. Und so fahre ich eigentlich schon ohne Türfangband, fahre ich durch die Gegend. Das heißt, meine Tür ist eine Selbstmordertür. Die hat kein Fangband mehr, dass sie jetzt, sagen wir mal, hier so stoppt in diesem Ding. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie so, ne? Ab 3/4. Sondern die kannst du 90 Grad öffnen. Ja, und das ist natürlich fatal. Nigel, ihr müsst doch kurz warten. Und das ist natürlich fatal, wenn irgendwo Windzug ist. Die knallt euch auf und knallt euch fast vorne an den Kotflügel dran. Und wenn natürlich ein Fahrzeug neben euch steht und ihr vergesst, dass er kein Fangband hat, dann knallt die Tür neben das Nachbarfahrzeug. Du musst jedes Mal dran denken, wenn du irgendwo ausparkst, dass du die Tür festhältst und so lange festhältst, bis du sie wieder zumachst. Das ist so ein nerviges Ding und ich weiß, dass es so ein Klassiker ist, Türfangband bei diesem Modell. Ja, das ist also tatsächlich eine Schwachstelle, ist nicht nur bei meinem, sondern ist auch bei anderen gewesen. Dann haben wir die Anhängerkupplung, die abnehmbare in diesem Fall, die ist schlichtweg durchgerostet. Ja, ich konnte hier schon auf die letzten Jahre, konnte keinen Hänger mehr anziehen. Ging nicht mehr, weil die wirklich durch ist. Und zwar von den Aufnahmepunkten. Die Anhängerkupplung hat ja ein riesengroßes Rohr, hat ja einen großen Träger. Und das ganze Tragrohr ist überall durchgerostet, komplett. Da kann jetzt nicht unbedingt Volvo was für, könnte man sagen, sondern der Volvo stellt ja nicht die Anhängerkupplung her, sondern das ist ein externer Hersteller, den sie da eingekauft haben. Ich kann nicht mal sagen, wer das macht. Also ich vermute mal, dass es irgendein Hersteller gewesen ist und der hat schlichtweg null Rostvorsorge für die Anhängerkupplung gemacht. Ja, das kannst du eigentlich... dann kommt noch hinzu für die Anhängerkupplung, weil es ja eine abnehmbare ist. Du musstest... der Zapfen, wo du den Kugelkopf reinsteckst, ist völlig vergammelt. Ist völlig vergammelt. Du darfst es, das ist ja so leider so ein gesetzliches Ding, darfst es nicht permanent drin haben, den Kugelkopf. Wenn du eine abnehmbare Anhängerkupplung hast, darfst du diese nur eingesteckt haben für die Nutzung eines Anhängers. Fährst du mit dieser Kupplung auch rum, wenn du keinen Anhänger hast, dann erlischt sozusagen offiziell die Betriebserlaubnis für eine abnehmbare. Ja. Das ist natürlich ein Riesenaffending, ja, aber ganz ehrlich, ich muss die Anhängerkupplung die ganze Zeit drinstecken lassen haben, die Kugelkopf, weil hätte ich sie denn benutzen wollen, hätte ich sie nicht mehr reinbekommen, weil es komplett vergammelt ist. Ja, das ist einfach so, kannst du auch nichts gegen machen. Ich habe regelmäßig immer gefettet, ich habe sie immer rein und rausgenommen, also ich habe sie wirklich gepflegt, hat aber den Prozess im Endeffekt nicht gestoppt. Ja. Also Anhängerkupplung bei der Abnehmbaren sollte man in jedem Fall hingucken. Dann haben wir die Hinterachsbuchsen. Wären porös. Und in diesem Fall sind das denn vor allen Dingen die beiden, die dafür sorgen, wenn dass die Achse in der Spur bleibt. Ja. Die schlagen aus, könnte man jetzt sagen, ist hier natürlich auch meinem Wohnort geschuldet, weil ich die ganze Zeit Offroad fahre. Ja, das ist Punkt Nummer 1. Auf der Straße wird es nicht so sein. Und natürlich auch, weil ich auch gern mal sportlich gefahren bin. Das heißt im Drift. Ja. Wir hatten das ein paar Mal auf der Abenteuerreportage, da habe ich es jetzt nur gesagt. Ja, ich muss das jetzt nicht filmen, bin ich der Meinung. Ja. Aber wenn ich quer fahre mit einem Fronttriebler, dessen Hinterachse nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, dann verschleißt natürlich die Buchse entsprechend. Da kann jetzt die Buchse nichts dafür, aber wenn die verschlissen ist, ist es eine Scheißarbeit, die wieder dazu ersetzen. Das ist der Punkt, also ein- und auszupressen, die Achse. Ja. Also das ist so ein Ding. Und im gleichen Atemzug kann man sagen, was die Vorderachse angeht, das ist auch ein Konstruktionsmerkmal solch einer Vorderachse mit einem McPherson-Federbein. Das ist ganz normal. Ballern die Querlenker aus und die Stabi-Stützen, das heißt die Koppelstangen, genauso. Da würde ich jetzt aber unterm Strich sagen, aus meiner Vergleichserfahrung mit anderen Fahrzeugen, ballern die hier beim Volvo nicht stärker aus beim V70 als bei anderen Fahrzeugen, die ich hatte. Ganz im Gegenteil sogar, ich hatte andere Fahrzeuge, der Klassiker zum Beispiel,
Eine Mehrlenker-Vorderachse, wie sie zum Beispiel Volkswagen so der Klassiker ist. Wenn du mit der regelmäßig solche Wege fährst, wo ich wohne, dann kannst du hier von den 5 oder 7 Lenkern, kannst du hier, das wird richtig teuer. Das wird richtig teuer. Hier hast du praktisch bloß eine Koppelstange, kosten 2 Stück irgendwie, ich glaube, 35 Euro. Ja, wenn du jetzt einen Qualitätshersteller nimmst. Und ja, die Dreieckslenker halt. Ja. Aber das ist kein Hit. Ja, die eine Schraube ist immer ein bisschen fest, ich weiß, aber kann man machen. Ich würde das jetzt also in den Vordergrund legen. Ist aber etwas, was man, wenn man das Fahrzeug kauft, kontrollieren sollte. Achsen ausgeschlagen. Hinten siehst du, wenn du dich runterlegst, Porosität. Vorne siehst du es auch, aber vorne hörst du es zusätzlich noch, wenn es irgendwo poltert. Ja. Das ist das eine Ding. Und das ist natürlich TÜV-relevant, logisch. Ja. Genauso TÜV-relevant ist übrigens ein nerviges Ding, was tatsächlich eine Krankheit ist bei diesem Fahrzeug, der Heckwischer. Ja. Und der gammelt schlichtweg fest. Das heißt, die Durchführung des Wischers, des Teils, was sich dreht, da kommt der Gammel sozusagen rein und dann dreht sich der Wischer nicht mehr. Und das war bei mir schon bei, da hatte ich das Fahrzeug vielleicht gerade mal 1 oder 2 Jahre, da fing das schon los, da fing der an langsam zu werden. Wenn er schon merkt, der Heckwäsche wird langsam, dann ist er fest. Da ist er schon, dann konnte er gleich abessen und da nützt auch nichts mit reparieren und ich öle mal und hast ihn gesehen. Hält, wie ist es, wie bei allem, alles was du ölst oder fettig, hält nur kurzfristig, damit es dann danach aber richtig den Arsch hochreißt. Ja? Das heißt, kannst du dir einen neuen Wäscher besorgen. Habe ich nie gemacht, ja, der Wischer ist jetzt praktisch seit, ach, frag mich mal, 5, 7 Jahren außer Funktion. Peng, ja, hängt da hinten dran, nur noch aus Zierde. Ja. Hätte man jetzt auch abbauen können, ja. Aber wir haben ja auf der letzten Abenteuerreportage gesehen, ich konnte noch ein paar Sachen dranhängen draußen, eine Lampe, ja. So wie dazu. Jo, und dann haben wir ebenfalls Heckwaschanlage. Die Heckwaschanlage ist eigentlich parallel dazu. Verstopft oder es löst sich ein Schlauch. Schlauch, der dann hinten lang geht, oben in der ganzen Verkleidung. Oder in der Klappe hinten geht dann ab, dann habt ihr irgendwann ein Aquarium, wenn er dann trotzdem weiterhin spritzt, dann läuft es irgendwo voll, weil ich sage, kommt gar nichts an, dann sollte man gucken. Ja. Aber in meinem Fall ist er tatsächlich nicht abgerissen, sondern ist er eigentlich vergammelt, ja, ist zugestoppt. Das ist auch so ein Ding, das muss nicht sein, ist auch so eine kleine Krankheit hier, das darf man ruhig so sagen, das geht woanders durchaus besser. Ja. Dann haben wir, wo ich das gerade erwähnt habe, ja, Heckklappe. Das ist eigentlich somit das bekannteste, glaube ich, bei diesem Fahrzeug. Die ist übrigens aus Stahl, ist keine Aluklappe. Ja. Die ganze Innenraumverkleidung der Heckklappe fällt komplett auseinander. Und das ist schon, das ist eigentlich relativ zeitnah passiert. Zuerst fiel die Verkleidung komplett ab, weil sich praktisch die ganzen Kunststoffnippel aufgelöst haben. Die sind porös geworden, also diese Stecknippel. Dann habe ich die neu gemacht und dann sind die Stecknippel aus der Kofferraum, aus der Verkleidung rausgerissen, weil das Kunststoff porös geworden ist. Und dann ist irgendwann das Kunststoff so porös geworden, dass es komplett auseinandergebröselt ist. Ja. Und damit, wir fahren jetzt eigentlich schon seit, ach, auch schon seit mindestens 4 Jahren ohne diese Heckklappenverkleidung durch die Gegend. Oh ja, und dieses Ding mit den mit diesen Kunststoffverkleidungen, dass sich das alles auflöst, der Kunststoff knüppelhart porös wird, praktisch wie die Weichmacher rausgehen, dass er sich dann zersplittert, das betrifft das ganze Fahrzeug, den kompletten Innenraum. Ja, hier vorne liegen noch so ein paar Dinger, weil ich damit ja auch irgendwie so ein bisschen durch die Gegend fahre, weil immer wieder was abfällt. Hier, das sind einfach, ich frage mich jetzt, wo das herkommt, ich glaube, das eine kommt von dem Gurtding hier, ja, das ist er hier. Und es ist überall das Gleiche. Wie gesagt, der Innenraum löst sich auf. Das darf man wirklich so sagen. Fängt mit dem Fahrersitz an und geht dann in alle möglichen Bereiche über. Hier, die Mittelkonsole, besteht praktisch bloß noch aus Panzertape. Ich musste alles irgendwann zusammentapen. Das geht bis nach vorne durch. Ja. Oh, hört mir auf. Also das ist eigentlich so ein Ding, was die Ausstattung dieses Fahrzeugs angeht. Die Innenausstattung, Kunststoffteile. Ist eine Katastrophe, könnte eigentlich vergessen, fällt alles auseinander. Und das ist wirklich eine Krankheit. Das ist nicht normal, das muss man so sagen. Das habe ich zuvor bei noch keinem anderen Fahrzeug gehabt. Überall, wo Kunststoff ist, ob das in Fensterhebern, an den Griffen ist, an irgendwelchen Seitenverkleidungen, hier ist mal nur eine noch dran, ja. Aber hinten ist gar nichts mehr da. Hinten ist gar nichts mehr, hinten ist alles abgefallen. Ja. Also das ist... auf Optik sollte man in diesem Fahrzeug, also das, wer so einer ist, für den innen muss es immer schön aussehen, der ist damit völlig fehlbedient. Ja, das ist hier, das ist eine Nuckelprinte, das muss man so sagen. Ja, also da sollte es
die Ansprüche runterstellen, weil das passiert in jedem Fall. Da weiß ich, das ist eine Krankheit dieses Fahrzeugs. Ne? Kunststoffinteile, egal welcher Art. Und auch der Fensterheber, elektrische Fensterheber, Fahrerseite, das Schaltpanel, ja, ist die Knöpfe, Kontakte. Ich habe schon zweimal das Ding neu gekauft. Gab es irgendwann auch bei Volvo nicht mehr. Und dann habe ich so ein Ding aus, ja, made in China wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Ist es genau das gleiche gewesen wie der erste. Ja? Kontakte lassen nach. Der hier hinten auch. Ja, das ist noch ein Originaler. Hat er auch irgendwann, ja, fällt die Scheibe irgendwann runter. Also das sind so Sachen. Also sie fällt nicht gleich komplett runter, aber sie lässt nach, nicht falsch verstehen. Ja? Das elektrische Fensterheber werden dann auch durch diese Funktion mit fallen einmal das Kunststoff auseinander und die Kontakte. Ja? Also das ist ein reines Elektrikproblem. Ist ja ein Müll. Jo, dann haben wir Heckklappe. Wo ich das gerade noch gesagt hatte, war der Heckklappendämpfer ist schwach gewesen. Das heißt, die Heckklappe ging auch irgendwann, fragt mich mal, wann das anfing, vielleicht bei 300.000 oder 400.000, ja, irgendwie so, 400.000 würde ich jetzt sagen, ja, ging die nicht, hat sie nicht mehr ging sie nicht mehr ganz hoch. Du musstest es immer manuell hochdrücken und dann hat sie noch ein Stück abgesackt. Sie bleibt immer noch oben, aber sie sackte wieder ein bisschen runter und hat, wie gesagt, nicht mehr selbstständig nach oben geöffnet. Man musste also manuell nachhelfen. Sind immer noch die ersten Dämpfer drin, ich habe nie was ersetzt, ja. Kann man jetzt sagen, nicht so wild, solange sie überhaupt noch steht. Weil da muss man sagen, gibt es auch andere, wenn die Dämpfer verschleißen, dann fällt die komplette Klappe runter. Dann kannst du sie eigentlich bloß noch mit Hand aufhalten. Wisst ihr? So weit sind wir hier zum Glück noch nicht, aber es ist nicht mehr so toll. Ja. Wohlgemerkt, nach einer 750.000 Kilometer. Ja. Jo, dann haben wir der Gurtwickler. Ja. Der hier von der Fahrerseite, der geht noch ganz gut. Ja. Hier muss man sagen, das ist auch so eine Innovation gewesen beim V70 oder 850. Könnt ihr mich gerne korrigieren, wo das eingeführt wurde, dass das erste Fahrzeug war mit einer automatischen Höhenanpassung des Gurtes. Liegt daran, also an die Fahrerhöhe. Ne? Das heißt, du hast hier kein Ding, wo du den Gurt hoch und runter schiebst, manuell auf deine Höhe einstellst, sondern du setzt dich rein und passt immer. Ne? Ist dadurch geschuldet oder funktioniert dadurch, dass diese Rolle sich einen entsprechend hohen Raum hat zum Aufrollen. Und die rollt sich dann natürlich so auf, wie du oder ab, wie groß deine Schulter ist. Ja? Und das Ding funktioniert hier nicht mehr. Ich habe es schon mehrfach gängig gemacht, jetzt geht's gerade mal wieder, aber der hängt immer. Der hängt immer und hat sich auch schon einmal richtig vernudelt. Da muss ich das komplette Ding auseinanderteilen. Ja. Ging, aber kann man drauf achten, der TÜV achtet auf sowas in jedem Fall richtig. Ja. Also wie bei einigen anderen Dingen, aber Gurtverschlüssen, da ist überhaupt nicht mit zu lachen. Ja. Jo. Dann haben wir die Rückbankarretierung, wo ich gerade bei, also die Gurte der Hinterbank, die gehen noch, aber die Rückbankarretierung, meine ich hier, ist die links und rechts, wenn ihr die Rückbank ausbauen wollt, so wie ich das auf meiner Abenteuerreportage gemacht habe, ist die montiert mit solchen Metallspangen hier. Und das ist, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, das ist schwierig, die auszubauen. Ja, die sind nämlich, man sieht das vielleicht hier, die sind vergammelt. Die stecken richtig fest drin. Und wenn ihr denn den Schraubenzieher nehmt und dahinter diese Spange hakelt, damit sich die Nase wegbiegt, damit ihr die rausziehen könnt mit Ach und Krach, was passiert? Man sieht es schon bei der, sie bricht ab. Ja, und die Dinger kann man dann irgendwann neu machen. Das heißt, wenn so eine Spange abbricht, dann kann man die vielleicht nochmal reinmachen. Empfehlen würde ich es aber nicht, ist nämlich ein Sicherheitsmerkmal. Ja, sollte man diese Spangen neu kaufen bei Volvo, wenn es da Probleme gibt. Aber die rauszunehmen, wer das überhaupt rausnimmt, ja, ist schon... Ich sehe es gerade, es tropft hier oben rein. Der nächste Mangel, habe ich schon angenannt. Ne? Ich hatte auch wieder auf der Armeetage, wo es einmal reingeregnet hat, wo ich gesagt habe, wir haben hier 1 Liter Wasser am Fahrzeuginnenraum. Das Gummi hier oben an der Dings fällt. Ich will das jetzt gar nicht, seht ihr sowieso nicht, aber jetzt, da läuft es schon runter. Das hat jetzt Ila gerade auf den Hintern getropft hier. Ja, ist alles gut, Ila, ist nur ein bisschen Wasser. Ja, ist alles gut. Liegt daran, dass die Türgummis, in dem Fall dieses hier nur, das ist noch in Ordnung, aber das kommt runter. Ja. Die Kleberaupe in dem Türgummi hält nicht mehr, also der Kleber ist verschlissen. Und damit fällt das Ding immer runter und das braucht nur 2 mm, muss das nur weiter unten hängen und das reicht schon für Wasser zum Einfließen. Ja.
Das heißt, ich kann euch nicht sagen, wann das passiert ist. Vielleicht nach... Aber es ist schon ganze Länge. Also es ist mindestens 4-5 Jahre ist dieses Problem auch schon vorhanden. Ne? Genau, also Türgummis festkleben. Kann man aber reparieren. Das Gummi ist nicht kaputt, also das soll man nicht falsch verstehen. Ringsrum, alle Türgummis sind doch okay. Ja, aber wie gesagt, wenn sie runterfallen, dann sollte man nachträglich festkleben, damit es nicht regelmäßig reinregnet. Ja. Ja. Jo, und reinregnen haben wir dann auch noch den Stichpunkt zum Frontblinker. Alle beiden Blinker in den Frontscheinwerfern. Erstmal sind die Frontscheinwerfer noch aus Glas. Das ist noch top. Aber die Kunden, die Blinker sind leider aus Plaste. Und da haben wir nämlich das Problem, ja, weil sie natürlich geklebt sind. Ja, damals in den Glasscheinwerfern war immer eine Dichtung drin. Die waren eigentlich immer dicht. Da gab es die Probleme. Also ich kenne selbst bei 50, 60 Jahre alten Fahrzeugen waren die Dinger immer noch dicht. Aber Frontblinker nach 10 Jahren sind schon durch. Seht ihr, kennt ihr heute auch noch, gammelt Platz das die Chromierung ab, also was aufgedampft ist oder die Farbe, das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel farbige Orangene sind und so weiter. Ja, und in dem Fall habe ich zweimal die Blinker ersetzt, alle beiden Seiten, und das ist jetzt das dritte Blinkerplan und sie ist schon wieder fertig. Das Kunststoff wird rissig, porös, sind keine Originalteile, muss ich sagen, weil es kein Originalteil mehr gab und weil es damals wahrscheinlich auch zu teuer noch war, als ich noch das erste Mal angefragt habe. Da frage ich, den Preis weiß ich nicht mehr. Aber es ist so ein Ding, wie gesagt, die Frontscheinwerfer okay, aber die Blinker kann man einfach mal einplanen. Die kosten aber nicht viel jetzt, weiß ich gar nicht. 20 Euro, ja, so irgendwie, ja. Jo, was deutlich teurer ist, was die Scheinwerfer angeht, sind die Nebelscheinwerfer, die unten sind in der Schürze. Hat sich der eine oder andere vielleicht schon gewundert, warum ich so eine riesengroße Lufteinlässe habe? Da waren mal Nebelscheinwerfer drin, ja, natürlich. Und das waren, wenn ich mich da recht entsinne, ich überlege gerade, waren es DE-Scheinwerfer mit einer Streulinse? Nee, ich glaube, es waren normale Scheinwerfer, nur mit einer H3. Ja, ich weiß, waren es H3 oder H7? Weiß ich nicht mehr, weil die nämlich schon sehr lange raus sind. Das ist das Problem. Die war auch schon wieder mindestens 5 Jahre, frage ich, ohne diese Dinger rum, weil die irgendwann undicht geworden sind. Hatte ich in einem Aquarium drin und hatte ich irgendwann Algen drin. Das heißt, ich hatte grüne Nebelscheinwerfer. Habe ich sauber gemacht, habe ich versucht zumindest sauber zu machen, aber die sind ja geklebt. Die sind also, versteht ihr, wenn du die einmal aufmachst, das ist zumindest aus meiner Erfahrung, bringt nichts mit einer Silikonraupe, das kriegst du nie wieder so gut hin. Ja. War schade drum, habe ich denn keine Nebelscheinwerfer mehr gehabt. Das ist der Grund, warum die Front so hässlich aussieht. Ja. Und dann muss man dazu sagen, setze ich im unteren Bereich immer irgendwo auf bei mir hier im Gelände. Das ist ganz normal im Wald. Ja, und da waren die Nebelscheinwerfer sowieso bruchgefährdet. Ja. Und die Schürze unten ist auch mehrfach eingerissen. Schwamm drüber. Jo, dann haben wir, wo wir gerade bei vorne sind, Rost an der Fronthaube. Das heißt, Motorhaube ganz speziell im Bereich um den Kühlerdrill. Es ist überall Steinschläge. Da habe ich schon so oft mit dem Pinsel mal nachgetupft. Überall immer wieder. Es kommt ja wieder durch, wenn du da... Rost ist Rost, ja. Und dann ist egal, was du da drüber pinselst. Halbes Jahr ist die Stelle wieder blank. Ja, also in dem Fall braun. Das ist nicht schön. Und da muss ich sagen, ich habe mit dem Fahrzeug hier nicht übermäßig jetzt Wisse. Also Steinschläge ist eigentlich so ein Ding... Je öfter du mit dem Fahrzeug schnell fährst, ja, ist eigentlich so ein Klassiker, kannst du eigentlich vor allen Dingen, wenn noch andere Leute durch die Gegend fahren, auf der Autobahn zum Beispiel, dann entstehen schneller Steinschläge irgendwo. Aber ich bin mit dem Fahrzeug selten irgendwo schnell jemand hinterhergefahren und wenn ich jetzt durchs Gelände fahre, über diese ganzen Schotterpisten und Schwänen und so weiter, dann entstehen die Steinschläge vor allen Dingen hinter mir und am Unterboden, aber nicht vorne an der Haube. Das will ich damit sagen, dass in meinen Augen die Farbe und die Grandierung, also der Lack im Aufbau, vorne meiner Meinung nach ungenügend ist, zu dünn. Spielt jetzt keine große Rolle, ist nur ein optisches Ding, weil die Motorhaube rostet deswegen nicht durch. Man hat nur unschöne Punkte irgendwo drauf. Ja, das alles. Und es passt nicht so schön zu diesem chromierten Grill, auch wenn der Grill ist Plaste, auch wenn er so aussieht wie Chrom, ja, von Volvo mit dem Logo. Dann sieht es mir ganz so schick aus, ja. Jo, und den gleichen Rost, den wir vorne haben, auf der Fronthaube, haben wir auch hinten auf der Heckklappe. Direkt unter dem, mehrere Punkte unter der Kennzeichen, links und rechts und neben der Kennzeichenhalterung blättert da auch das ab und direkt unter den Kennzeichenleuchten.
Und das wäre dann, ich glaube, Kennzeichenleuchte, wenn mich jetzt recht entsinne, vielleicht auch so langsam der letzte Punkt. Ja, es wird eine ganze Menge. Kennzeichenleuchte fallen immer regelmäßig wieder aus. Das gleiche wie mit dem Nebelscheinwerfer, Aquarium drin. Einmal grün durch die Dichtung, die da ist, und dann kannst du vergessen. Kannst du sauber machen, kannst du Kontakte machen, die dann weggammeln irgendwann, kommt wieder. Baust du eine neue ein, habe ich auch schon gemacht, kommt irgendwann wieder. Na, das ist auch so ein Ding. Kennzeichenleuchte beim Kombi. Das ist eigentlich sehr so der Klassiker. Durch den erhöhten Schmutzanteil ist ja mehr als bei einer Limousine zum Beispiel. Ja, sieht er daran, dass ein Kombi an einem Heckfenster immer dreckig ist, wenn er jetzt zumindest so gehen will. Limousine immer sauber. Ja, hat auch ein bisschen was mit der Aerodynamik ein bisschen zu tun, was so hochgeschleudert wird. Und deswegen hast du so einen Klassiker beim Kombi ganz oft. Und da ist der halt, geht er halt gut mit, wie bei allen anderen. Ja. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge aufsammeln. Ja, was so Zubehör angeht, das Hundegitter ist komplett weggegammelt, aber das ist ein Zubehörteil. Also hier ist überall. Das Ding ist komplett Rost. Seht ihr wahrscheinlich nicht, weil es zu dunkel ist, aber ich habe hier ein Rostgitter drin. Das darf man so sagen. Ja, ach ja, was fällt mir sonst noch so ein an negativen Sachen? Ich will ihn jetzt auch nicht so schlecht dastehen lassen. Ist schon eine ganze Menge, was wir jetzt gesagt haben. Ja, aber ich glaube, das ist denn auch, wenn ich jetzt mal so durchgehe. Also es funktioniert noch so viel, tatsächlich, ja. Und da kommen wir jetzt nämlich mal zum Guten. Jetzt kommen wir mal zum Guten, mein Dicker. Ja, das hast du jetzt mal verdient. Jetzt werden wir mal sagen, warum wir den Wagen eigentlich noch haben und warum wir ihn immer noch gefahren haben. Ja. Also immer noch gefahren habe ich ihn aus dem Grund, weil ich ihn ja hatte. Ja. Mal dran denken, Vernunftkauf, damals für die Arbeit. Und dann habe ich mir damals gesagt, ich war kurz davor, den wegzugeben, weil ich mir gesagt habe, brauchst du nicht mehr, macht keinen Sinn. Diesel passt nicht, PKW passt nicht, gibst du weg. Und dann kam aber die Idee mit dieser Abenteuerreportage 2021 durch diese Corona-Geschichte. Ja, keiner wollte mehr reisen und so weiter. Da dachte ich mir, ach komm, Low Impact Travel, dafür geht er immer noch gut, weil er günstig ist, weil er sparsam ist, weil er keinen großen Fußabdruck macht bei uns, ja, und so weiter und so fort. Wir hatten das Abgasnorm, müssen wir nicht nochmal erklären. Habe ich ihn behalten. Das wäre der Grund, warum ich halten habe. Tatsächlich wegen der Abenteuerreportage. Ansonsten hätte ich dieses Fahrzeug gar nicht mehr. Tja, und der hat uns jetzt ja immerhin allen, die die Abenteuerreportage gesehen haben und für ansehnlich hielten, müssen wir uns beim Schweden bedanken. Müssen wir uns wirklich beim Schweden bedanken. Ja? Dass er so zuverlässig gewesen ist. Und das ist nämlich der Punkt. Das ist der größte und mir wichtigste positive Punkt bei diesem Fahrzeug, die Zuverlässigkeit. Ich hatte in meiner ganzen Laufbahn der 34 Fahrzeuge noch keinen PKW, der über einen so langen Zeitraum so viel mitgemacht hat, so viel durchgemacht hat und immer noch weiterhin funktioniert hat. Ich bin mit diesem Fahrzeug sogar durch 80 cm tiefes Wasser gefahren, als wir eine Überschwemmung hätten. Ja, das war damals, hört mir auf. Da sind andere, sind liegen geblieben mit technischen Defekten, weil natürlich die ganze Elektrik für den Arsch gewesen ist, sind denen die Radhausschalen abgefallen und so weiter. Der Schwede hat alles durchgemacht. Der hat, was der mitgemacht hat, das ist Wahnsinn. Ne? Nicht nur in Deutschland, sondern wie gesagt, der hat südliches Europa nur begrenzt. Aber nördliches und östliches Europa, also da, wo überwiegend die schlechten Straßen waren, da bin ich einige Male gewesen. Ja. Ja, also was die Zuverlässigkeit angeht, ist da nicht zu toppen. Für einen PKW, bei allem Negativen, was ich jetzt aufgesagt habe, wo es die Kinderkrankheiten gibt, aber jedes Auto, das muss ich dazu sagen, ich bin Kfz-Meister mit Erfahrung, ich finde an jedem Auto was. Egal wie viel geil der eine sein Auto hält, spielt keine Rolle. Es ist nur ein Auto und ich finde immer was. Das wissen die Leute, denen ich mal Kaufberatung an ihren Fahrzeugen machen sollte. Ja. Also die Zuverlässigkeit ist absolut nicht zu toppen. Trotz aller anderen Beschwerden. Punkt. Denn hat er ein sehr robustes Fahrwerk. Das darf man sagen. Für einen Fronttriebler, für einen PKW hat das hier, wo ich wohne, wo ich regelmäßig rüberfahre, wo wir in Schweden, und das wisst ihr ja, also zumindest den einen oder anderen habt ihr auf Video drauf gesehen, wo es immer mal geknallt hat, wie oft viele Schlaglöcher, wie schlecht die Straßen. Und es ist nichts abgefallen. Es hat immer funktioniert. Ja. Trotz dem, was irgendwann mal ausgeschlagen und verschlissen ist, ganz normal. Aber da weiß ich, dass es bei anderen noch viel schneller der Fall gewesen wäre. Auch das ist, ne? Und wo wir beim Fahren sind, er hat ein enorm sicheres Fahrverhalten. Und dafür, da sind sie natürlich wieder unsere Schweden. Ja, da sind sie bei allem, was sie machen, ist Sicherheit oben vorneweg das ganz Wichtigste. Und da nimmt sich auch unser V70 absolut rein gar nichts. Ich hatte es ja erwähnt mit dem ABS, was sie da gemacht haben, mit der Spurbreite und so weiter, die Kombination 5-Zylinder-Breit, Gewichtsverteilung und so weiter.
wir hatten uns einmal auf der vorletzten Abenteuerreportage gedreht, aber das war, wie gesagt, bei Eisglätte unter dem Schnee. Da kann der Schwede nichts. Da hatte auch der BMW vorher uns Probleme, haben wir ja gesehen gehabt. Ne? Also von daher, es braucht schon eine ganze Menge, um nicht zu sagen, ich muss, wenn ich dieses Fahrzeug zum Driften bringen will, vor der Kurve, schon ordentlich daneben greifen, um es entsprechend anzustellen. Ja, das geht bei anderen Fahrzeugen deutlich leichter. Da kriege ich das Ding relativ, ne, also da kann ich euch einige nennen, die könnte ich, was den Drift angeht, sehr schnell in den Quertrieb bekommen. Beim Schweden, der ist hartnäckig, er wehrt sich immer. Ich kriege es natürlich hin, ja, aber da sieht man, wie, versteht ihr, ja? Das ist ein Sicherheitsmerkmal in jedem Fall. Ne? Und in diesem Zusammenhang muss ich auch wirklich sagen, das hatte ich auch schon mal gesagt auf der Reportage, er hat ein wirklich sehr gutes ABS-System und in dem Zusammenhang eine gute Anti-Schlupfregelung. Ich hatte es auch da, gibt es ein spezielles Video zu diesem Fahrerassistenzsystem, was ich unterwegs gedreht habe. Bin ich praktisch kein Freund dran, weil logischerweise ich gern sportlich fahre und wenn ich im Gelände fahre, ich gar nichts davon haben will, um Himmels Willen auch gar nicht gebrauchen kann. Aber hier muss man sagen, schaue ich mir den Straßenbetrieb an, ist das ABS-System wirklich so, dass es sehr gut reagiert. Das ist nicht normal. Gerade aus dem Konzern, wo ich komme, weiß ich, dass sehr viel Scheiße programmiert wird und auch das die Anti-Schlupfriegelung, wo ich eigentlich nie ein Fan von bin, wo ich mir sage, ach so ein Schwachsinn, die ist hier so gut konzipiert, sie arbeitet so verzögert, nicht woanders, ne? Da trittst du praktisch drauf, die Räder drehen durch und der nimmt dir sofort den Schub runter. Und machst du das irgendwo an der Kreuzung oder an der Bahnschranke, wo du noch schnell rüber willst, ja, oder was von links und rechts kommt, dann knallt es ganz einfach, weil das Auto sagt, nö, gibt keinen Vortrieb. Er macht den hier immer noch. Ne? Das heißt, er reagiert nur ganz langsam und man kann schon fast sagen, ich will nicht sagen, er erkennt die Situation, das kann er natürlich nicht, aber es hier hat sich, das muss man wirklich sagen und das weiß ich sehr zu schätzen. Die Entwickler, die das programmiert haben, haben sich wirklich einen Kopf gemacht und haben es ganz offensichtlich auch wirklich getestet. Und das meine ich auch auf rutschigem, slippigem Untergrund. Und das ist ja ganz wichtig. Das hat man wirklich sehr selten. Und da muss ich sagen, diese Kombination aus dem Antiblockiersystem und der Anfahrhilfe sozusagen funktioniert hier astrein. Dann hatte ich es anfangs auch schon angesprochen, Rostschutz, ja, beziehungsweise Geräuschdämmung ist in diesem Fahrzeug, das muss man sagen, erstklassig. Und hier darf ich wirklich sagen, mit denen, die ich anfangs erwähnt habe, in der gehobenen Mittelklasse, kommt keines an diesen V70 ran. Ich bin da neutral, ne, das muss ich immer dazu sagen, habe in meinem Leben wirklich alle, also nee, alle kann man nicht sagen, irgendein indisches Ding habe ich wahrscheinlich vergessen und den letzten Russen irgendwo auch, ja, und irgendwas, was aus Brasilien kommt, was ich nicht aussprechen kann, möglicherweise auch. Ansonsten habe ich mich immer bemüht, irgendwo alle Marken frei rauszufahren, ich war nie irgendwo gebunden, kein Riesenfan, jetzt mal kurzzeitig von einer, wo ich einen Club hatte, ja, aber sonst will ich wirklich sagen, ich bin also kein super Volvo-Fan, sondern für mich spielt, die Fakten sind für mich ausschlaggebend. Wenn irgendwo ein Fahrzeug gut ist aufgrund dieser Tatsachen, dann weiß ich das zu schätzen. Aber deswegen werde ich der mir jetzt nicht hinrennen, so, boah, das sind die geilsten. Ne, das mache ich bestimmt nicht. Aber hier, das will ich nochmal sagen, muss ich sagen, was die Rostvorsorge, die ganze Geräuschdämmung, was also sozusagen die Karosseriegeschichte angeht, eigentlich konkurrenzlos. Das darf man so sagen. Alle anderen schneiden schlechter ab, aus meiner Erfahrung. Punkt. Jo, was vielleicht nicht der eine oder andere nicht bedenkt, aber was mir durchaus in den Sinn fällt, ist, die Glühlampen halten bei diesem Fahrzeug übermäßig lange. Ja, das ist erstaunlich, weil wenn man nichts ersetzt, dann denkt man gar nicht daran. Aber ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere von euch, alle ein, zwei Jahre muss man mal eine Glühlampe ersetzen. Und wer da jetzt nicht unbedingt bewandert ist, keine Ahnung hat und vielleicht auch ein beschissenes Auto hat, wo konstruktionsbedingt gar nicht mehr rankommst, wo du ganze Scheinwerfer ausbauen musst, gibt es ja alles heutzutage, muss dafür in eine Werkstatt fahren, muss dafür Geld bezahlen und so weiter. Hier kannst du A, erstmal alles selber machen, ist gar kein Problem, ist ein Kinderspiel. Und B, hält es enorm lange. Also ich vorher zum Beispiel, deswegen fiel mir dieser Unterschied wieder so krass auf, als ich den Passat hatte, das war nahezu ein Glühlampenfresser. Und zwar alle. Sowohl die Frontbeleuchtung, der hatte H7 drin, das weiß ich noch ganz genau, als auch die Heckbeleuchtung, weil ich nämlich da öfter ersetzt habe. Jetzt muss ich hier ganz stark überlegen. Ich glaube, hier ist auch H7 drin, in jedem Fall. Doch, hier müsste H7 drin sein. Ne? Aber Hecklampe, frag dich mal, habe ich da überhaupt mal eine Glühlampe ersetzt?
Ich weiß es nicht. Kennzeichenleuchte, hatte ich erwähnt, ist durchgegammelt. Ja, die Nebelscheinwerfer sind weggegammelt. Ja, aber die Hauptbeleuchtung am Fahrzeug, das TÜV-relevante, also zumindest das sicherheitsrelevante, sagen wir es mal so, was dich im Winter, im Dunkeln oder im Winter irgendwie mal den einen oder anderen, ne, ist hier tadellos. Ne? Das ist auch so ein Ding, gehört zum Thema Elektrik des Fahrzeugs. Das ist nicht selbstverständlich, denn wie gesagt, es gibt welche, die fressen regelrecht die Mittel auf und dann sagt sich einer, oh ja, da bin ich ja mit einer LED-Lampe viel günstiger dran, so nach dem Motto. Ja, hier, ne? Das Ding, da kannst du einen Glühlampenkasten ins Auto stellen, den brauchst du 10 Jahre lang wahrscheinlich gar nicht aufmachen, so nach dem Motto. Also ich zumindest habe damit gar keine Probleme gehabt. So, dann haben wir, wo wir gerade bei dem geringen Verbrauch der Glühlampen sind, haben wir noch einen allgemein geringen Verbrauch an Betriebsflüssigkeiten. Hat er euch die aufgezählt? Der frisst praktisch gar nichts. Das ist so geil. Also natürlich Diesel musst du reinkippen, aber sonst begnügt er sich mit allem und nimmt davon nichts weg. Als ich mal das Getriebeöl gewechselt habe, weil ich mir dachte, na jetzt hat er schon so viel runter, mach sie mal eine Freude und lass es ab. Und ich habe mal komplett durchgespült. Da kam nahezu noch die gleiche Menge raus, wie original eingefüllt war. Wahnsinn. Natürlich bleibt hier mal ein bisschen an den Zahnrädern hängen. Deswegen kam nicht alles raus. Aber es hatte nichts gefehlt. Wenn ich es beim anderen Fahrzeug mache, dann wäre erstmal ein halber Liter weg gewesen und ich mich gefragt habe, wie ist das Getriebe eigentlich noch gerollt die letzten Jahre. Versteht ihr? Gar nichts hier. Tadellos. Top. Überall, wie gesagt. Ja. Und auch was die lange Haltbarkeit angeht, die Reifen. Ne? Ist vielleicht auch so etwas, was der eine oder andere jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Aber hier muss man sagen, alle Reifen nutzen sich gleichmäßig ab. Das heißt gerade vom Profil. Und halten dazu entsprechenden Reifen natürlich zu fahren, das ist wichtig. Ja, ich fahre für meinen immer die besten Reifen, die ich kenne. Und wenn ich jetzt die besten Reifen habe, also den Referenzreifen, dann muss ich sagen, also besten Reifen meine ich mit möglichst sportlichen Reifen. Ja. Denn den halten die einfach enorm lange hier. Und auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt Fahrzeuge, die radieren Reifen runter. Auch, es tropft hier schon wieder rein. Die radieren Reifen runter an der Hinterachse. Der Frontrieb, also ich meine jetzt nicht die Frontriebler durch den normalen Schlupf, das ist klar. Aber ich meine an der Hinterachse. Ja, wo man sagt, beim Frontriebler an der Hinterachse, wieso verschleißen die Reifen da schneller als vorne? Gibt es einige Fahrzeuge, mistige Fahrwerkskonstruktion, das darf man so sagen. Hat nicht unbedingt was mit dem Reifen zu tun. Ja, also ich habe zumindest einige Erfahrungen durch, ne, wenn ich auch mal getestet habe. Ist einfach so, frisst es und dann auch noch ungleichmäßig. Ja. Auch hier mal ein Beispiel, wenn ich es mal mit dem Vorgänger vergleiche. Ich muss immer den Vorgänger als Dings nehmen. Ich könnte jetzt noch weiter zurückgehen, aber dann nehme ich Fahrzeuge, die noch zu alt sind. Die kennt ihr alle gar nicht mehr. Ne? Denn das muss ich sagen, das ist das jüngste Fahrzeug, was ich jemals in meinem Leben privat besessen habe. Baujahr 2000. Alle anderen waren deutlich älter. Und der zweitälteste, war, ich glaube, es war ein 97er, war der Passat. Da sind wir auch mal weitergefahren. Das waren, ich glaube, 15.000, nicht mal Kilometer, vielleicht 12,5, 13 oder so. Und ich bin losgefahren, die Reifen hatten 50% Profil. Kofferraum war auch voll beladen, genauso wie der Schwede. Aber der Schwede kommt jetzt hier nach, sagen wir mal, den zwei Lappland-Touren, gucke ich mir die Reifen an und sage, sieht gut aus. Der Passat hat die komplett runterradiert und sogar noch teilweise innen. Wir wurden kurz unterbrochen. Die Post war da. Aber ich glaube, ich war noch durch. Ne? Ich war bei dem Punkt, die Reifen halten lange. Und dazu muss ich sagen, dass ich natürlich meine Fahrwerke alle selbst einstelle. Ja? Das heißt, Vermessung mache ich grundsätzlich selbst. Von daher kann ich auch 100% sicherstellen und auch vergleichen. Ne? Ist ja nicht so, dass gehst du der einen Werkstatt, dann macht es Charlie Nummer 1, Charlie Nummer 2. Meine Fahrzeuge vermesse ich seit 20 Jahren alle selber. Und von daher, wenn ich sage, ich vergleiche die eine Abrieb am Reifen mit dem anderen, dann darf man zumindest davon ausgehen, dass ich es immer auf die gleiche Art und Weise eingestellt habe. Ne? Und von daher ist immer ein Punkt, muss man sagen, wie gesagt, hält lange. Und das kann man eigentlich jetzt, um hier mal den Punkt unterm Strich zu machen, nachdem, ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden. Ne? Es ist zuverlässig und alles hält lange. Außer das, was ich natürlich angesprochen habe. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich es mit anderen Fahrzeugen vergleiche, dann darf man schon sagen, hat er irgendwo den Stempel zurecht verdient, wo man immer noch sagt, der zuverlässige Schwede. Ja.
Und das muss man aber auch dazu sagen, weil ich jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde, auch wegen älteren, also wegen jüngeren Fahrzeugen, aber die auch schon ein paar Jahre alt sind. Also das heißt Nachfolger, ne? V70 2, 3 und dann nochmal die 60er-Kategorie. Soll ich dazu sagen, meine Fahrzeuge, ich hatte es erwähnt, ich fahre aus gutem Grund nur ältere. Das war das neueste Fahrzeug, was ich jemals besaß. Ich habe auch nicht vor, es ist jetzt immerhin schon 23 Jahre alt, ja, ich habe trotzdem nicht vor, mir jemals ein neueres zu kaufen. Ich habe nicht diese Absicht, weil ich halt weiß, was dahinter steckt. Und ich hatte euch hier auch einen kleinen Einblick in die Lügen der Großindustrie gegeben. Ja, damit möchte ich nichts zu tun haben. Zudem brauche ich Sachen, die ich selbst instand halten kann, reparieren kann, die B für mich zuverlässig funktionieren, auch unter widrigen Bedingungen irgendwo auf Expeditionsabenteuer reisen, und das meine ich weltweit. Ja. Und drittens, C, muss es für mich auch irgendwo immer eine fahrzeugtechnische lohnenswerte Entwicklung sein. Ein Highlight, wo ich mir sage, ich kaufe das Auto nicht, weil es 6 Aschenbecher hat oder weil da die geile Marke draufsteht oder weil es so schön aussieht. Das geht mir überwiegend am Hintern vorbei. Ich kaufe meine Fahrzeuge aus rationalen Gründen, die in diesem Fall aufgrund meiner persönlichen Geschichte immer etwas mit der Technik zu tun haben. Ausschließlich. Ja? Und in diesem Fall war es, wie gesagt, der Motor, der mich interessiert hat, den ich allerdings nicht in einem Konzernfahrzeug haben wollte, was ich schon kannte, sondern in einem etwas anderen, wovon ich gehofft hatte, dass sie zuverlässig sind. Und es hat auch gepasst. Ich habe mir, um das jetzt zu resümieren, dieses Fahrzeug damals gekauft und bin bis heute, bis einschließlich heute, mit all dem, was der Schwede durch hat, absolut zufrieden. Und ich würde diesen Kauf tatsächlich auch wiederholen, unter den damaligen gleichen Bedingungen. Das muss man dazu sagen. Ja? Aus meiner heutigen Situation, das habe ich auch schon gesagt, würde dieses Fahrzeug nicht für mich in Frage kommen. Ja? Und ich würde dieses Fahrzeug auch nicht für irgendwo, weil das habe ich auch schon mal gehört und auch tatsächlich gesehen. Ich glaube, das kommt natürlich auch daher, dass das Fahrzeug jetzt irgendwo einen gewissen Öffentlichkeitswert durch meine Touren erlitten hat, wenn man das so sagen darf. Das ist kein Expeditionsfahrzeug. Ja. Wir reden hier von einem PKW. Das sollte man nicht vergessen. Ich kann auch mit dem PKW quer durch Afrika fahren. Das geht natürlich, keine Frage. Und das würde dieses Fahrzeug mitmachen. Dem traue ich dem auch zu. Aber um regelmäßig irgendwelche schwierigen Geländepassagen zu fahren, ist einfach jeder PKW nicht dafür geeignet. Punkt. Ja. Das heißt, wer jetzt meint, oh ja, Dominik von Backcountry Expeditions hat jetzt hier den Volvo V70 dafür benutzt. Wir waren damit, ich war natürlich auch noch in anderen Gegenden, ja. Aber ich nehme das, würde das nicht für regelmäßige Touren nehmen, weil dazu braucht man Offroad, wohlgemerkt. Ne? Dazu braucht es wirklich eines entsprechend anderen Fahrzeugs, über das ich allerdings auch schon in einem anderen Fahrtvideo, das heißt hier, siehe Video Geländewagen, was ich unterwegs in Schweden nachts aufgenommen habe. Aus dem jetzt heraus muss jeder natürlich selbst entscheiden. Einmal die nur was darüber wissen wollten. Ich denke, sind jetzt ausgiebig aufgeklärt worden. Und die beabsichtigen, sich noch so eine alte Möhre zuzulegen, womit ich grundsätzlich nichts dagegen habe, beziehungsweise ich das durchaus befürworte. Ja, also von meiner Hinsicht sind ältere Fahrzeuge, egal was da irgendjemand anders glaubt, aber das ist meine Überzeugung aus meinem Wissen und meiner Erfahrung heraus, ältere Fahrzeuge grundsätzlich nachhaltiger. Ja, Punkt. Tut damit mehr oder weniger auch der Umwelt noch was zugute, auch wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt beabsichtigt ist. Ja. Aber habt ihr meinen Segen. Könnt ihr machen, aber bitte jetzt nicht verallgemeinern, so nach dem Motto, Dominik hat gesagt, das ist ein tolles Auto und jetzt geht plötzlich das und das kaputt und Dominik ist schuld. Ja? Ich kann keine Hellseherei machen und ich weiß nicht, wie andere Autos sind. Wenn ich ein Fahrzeug für mich kaufe, besteht auch für mich immer irgendwo ein Restrisiko. Ich habe schon Fahrzeuge gekauft, da habe ich mir entsprechendes Werkzeug mitgenommen, um da auch tatsächlich die Kompression vor Ort zu messen und so weiter, weil das ein bisschen aufwendig ist.
aufwendiger ist. Das ist sicher kein normaler Kauf. Und dazu braucht man ein entsprechendes Fachwissen. Und ich weiß, dass auch andere aus meinem Fachbereich so etwas nicht unbedingt in diesem Maße betreiben. Nichtsdestotrotz bleibt für mich auch immer irgendwo ein Restrisiko, wo man sagt, da könnte noch was kommen, was einem vielleicht der Verkäufer verheimlicht hat. Ja, ich habe hier keine Röntgenbrille, wo ich jetzt in den letzten Schweller gucken kann, zum Beispiel. Ja. Aber unterm Strich, das darf ich zumindest sagen, bin ich mit den Käufen, die ich, wenn ich jetzt heutzutage ein Fahrzeug kaufen würde, nehme ich es schon so genau unter die Lupe, dass ich da, glaube ich, ganz sicher gehen kann. Ja. Und wenn ihr das so ähnlich macht, ja, wenn ihr jemanden habt, der vielleicht auch entsprechendes Fachwissen und Erfahrung weiß und so ein bisschen, ja, der also nicht nur auf den Putz haut, sondern wirklich, wo was dahinter steckt, ne, und der sagt zu euch, bei solch einem Fahrzeug, wenn wir genau um dieses Modell jetzt hier reden, das ist in Ordnung, dann habt ihr auch meinen Segen. Dann geht daran meiner Meinung nach nichts falsch. Wohl immer dran denken, was beachtet werden muss. Ja. Und ich habe jetzt ganz explizit über den Diesel gesprochen. Ja. Wie gesagt, überwiegend sind Benziner bei Volvo, bei den älteren gang und gäbe. Diesel wurden nahezu praktisch alle ausgeliehen aus anderen Entwicklungen, und auch bei einigen Benzinern ist ja auch keine eigene Entwicklung. Ne? Aber ich möchte jetzt hier nicht auf die Benziner Rückschlüsse halten. Auch die halten lange, auch die haben hohe Laufleistung. Das ist mir klar, vieles wird da auf Autogas umgebaut, keine Frage. Aber dieser Dieselmotor, den ich jetzt hier habe, der würde tatsächlich, das war immer mein Ziel. Ich wusste, dass es eigentlich keine guten Chancen dafür gibt. Aber ich hatte immer mal gehofft, als ich denn schon bei einer 500.000 war und dann nochmal weiter drüber, dann hätte es mich natürlich angespornt, den Tacho mal zu nullen. Ja, mit einer vollen Million Kilometer. Ich bin heute immer noch der Überzeugung, der Motor hätte es geschafft. Tatsächlich. Wenn man ihn überholt hätte, hätte das komplette Fahrzeug die Million Kilometer schaffen können. Ne? Aber dran denken, vorwiegend Langstrecke. Oder was heißt vorwiegend? Eigentlich nur Langstrecke. Ne? Auch der Vorbesitzer damals hat das Fahrzeug, als ich es gekauft habe, überwiegend auf längeren Strecken gefahren. Und genau das war damals sein Verkaufsgrund, weil er bloß noch kürzere Strecken gefahren hat. Und es machte denn keinen Sinn. Und er wollte auch was Schickes Neues haben. Hat sich übrigens wieder ein Volvo gekauft danach. Ja? Also stand schon daneben. Genauso sehe ich das jetzt immer genauso halt. Ja? Also für eine Kurzstrecke würde ich auf keinen Fall einen Diesel kaufen. Und wenn ich den jetzt aber als Benziner für Kurzstrecke, wüsste ich jetzt nichts dagegen einzuwenden. Ja, jo, und dann sind wir jetzt wirklich durch. Was ich jetzt hier noch mit unserem Bruder mache, ja, es fällt mir schwer, mich davon zu trennen, das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Fahrzeuge schon viel leichter verkauft, in die ich deutlich mehr Arbeit gesteckt habe. Ja, ich habe damals... Angetraute hat einem Fahrzeug von mir hinterhergeholt, stand wirklich da mit Tränen in den Augen, konnte tagelang nicht mehr klar denken irgendwie, ja, weil ich so einen alten Oldtimer verkauft habe, in den ich mehrere hundert Stunden investiert habe. Ich habe in andere schon tausende von Stunden investiert. Ne? Das ging irgendwie alles. Aber er hier, aufgrund der Zuverlässigkeit, die ich wirklich mit keinem anderen Fahrzeug hatte, es gab immer irgendwo Probleme, wir sind immer mal irgendwo liegen geblieben oder so. Hat es hier alles nie gegeben, hat es so nie gegeben mit dem. Und das ist etwas, wo, was mich emotional tatsächlich mehr bindet, an so eine Schrottgurke, kann man schon fast sagen, aus dem Massensortiment, ganz böse gesagt, im Vergleich zu irgendeinem seltenen Old- oder Youngtimer, von dem es in Deutschland vielleicht nicht mal mehr 100 Stück gibt, ja, da habe ich hier tatsächlich gerade ein Problem. Ja. Komisch, ne? Deswegen werde ich den jetzt nochmal kräftig sauber machen. Das mache ich, auch wenn einer sagt, es ist völlig bescheuert. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, ihn nicht wegzugeben, also so wie er ist. Vielleicht werde ich die ein oder anderen Sachen möglicherweise verkaufen. Ja, also jetzt, wenn einer was braucht oder Innenausstattung oder so, weil das ist ja immer pures Geld, was hier rumsteht. Ich weiß, dass ich damit, wenn ich damit nämlich anderen helfen kann, ja, die so ein Fahrzeug noch fahren, dann muss ich sagen, dann würde meiner, wäre es Schwachsinn, das einfach in, versteht ihr, rumstehen zu lassen, denn würde
würde ich das sehr wahrscheinlich was abgeben, weil dann würde er noch anderen helfen. Hat er nicht nur mir einen guten Zweck getan, würde auch wieder anderen. Und das ist ja wohl. Da hätten wir hier schon wirklich die Mutter Teresa im Vierreifenformat. Ja, das darf man so sagen. Von daher werde ich sicherlich ein bisschen was abbauen, das ist schon richtig. Aber was ich in jedem Fall mache, ich werde ihn erstmal sauber machen. Das hat er sich grundsätzlich verdient nach unserer langen Tour. Das, ne? Und wer weiß, vielleicht nutze ich ihn, weil das ist ja ganz entspannt, muss ich sagen, relativ gemütlich drin. Es ist ein trockenes Plätzchen. Ja? Draußen, was denkt da, was hier los ist? Es stürmt, es regnet ohne Ende. Hier haben wir mit dem Mikro wahrscheinlich eine gute Kulisse. Ist vermutlich nur ein bisschen dunkler, ja? Aber draußen hätte sich wieder einer beschwert, dass der Wind pfeift. Wisst ihr? Vielleicht nehmen wir das nochmal so als kleines. Das wäre auch cool, wisst ihr? Ich richte mich hier so ein bisschen ein mit, mache hier noch so ein bisschen, stelle ein paar Pflanzen rein, lass hier noch ein bisschen Efeu reinwachsen. Wir machen so einen Autofriedhof auf. Hatte ich auch schon mal damals die Idee, wo ich ein paar mehr Fahrzeuge hatte. Ich dachte, gar kein Problem, stell die einfach hin und lass die alle vergammeln. Und eines Tages nehmen wir Geld dafür als Eintritt, wisst ihr? Ich werde mir was ausdenken für unseren Kumpan, dass wir noch ein bisschen was von haben irgendwie. Ja. Aber das muss man sagen, realistisch, er hat sein Leben hinter sich gehabt. Ja. Und ich bin der Meinung, er hatte ein gutes Leben. Ich habe mich regelmäßig immer gut gekümmert, wo ich es konnte, wo ich es getan habe. Und er hat viel gesehen von der Welt. Ja. Er wurde nie schlecht behandelt. Ja. Tja. Von daher hoffe ich doch, dass er mir die Sache jetzt nachträglich nicht übel nimmt. Vielleicht war das für ihn auch so ein Ding, denn wie gesagt, er hätte sowieso nicht mehr lange gemacht. Das muss man dazu sagen, um nicht zu sagen, die Wahrscheinlichkeit war mit der letzten Tour schon relativ hoch geworden, also hat sich noch erhöht. Ich hatte bei der ersten schon ein leichtes Bedenken wegen der Kopfdichtung. Bei der zweiten kamen noch so ein paar kleine Dinge hinzu, wo ich mir gedacht habe, oha, ja, und er hat uns wieder sicher und heil nach Hause gebracht, ja, und hat erst hier zu Hause den Geist aufgegeben, das muss man so sagen, ja. Das sollte nämlich auch wahrscheinlich ein Zeichen sein, Dominik, fahr nicht nochmal los, ja. Denn tatsächlich hatte ich jetzt für dieses Jahr mal etwas, noch ein bisschen was anderes geplant. Aber das gehört jetzt nicht in dieses Video rein. Ja, von daher bin ich froh, dass es jetzt hier zu Hause zu Ende gegangen ist und nicht irgendwo anders, wo wir ein Riesenproblem gehabt hätten. Ne? Und dafür bedanke ich mich nochmal genauso beim Fahrzeug wie auch bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war irgendwo ein bisschen informativ, mal ein bisschen was anderes. Und egal mit welchem Fahrzeug, ich drücke euch immer die Daumen, dass es egal, was es ist für eine Marke, egal wo ihr damit seid, dass er möglichst euch zuverlässig immer dorthin bringt, wo ihr sein möchtet. Und dabei wünsche ich euch grundsätzlich viel Spaß draußen.